Ich habe mich schon gefreut, dass er nicht da ist, aber wieder bei dir fehlt. Kein Entkommen. Risi! Guten Tag, hallo. Ich habe gehört, Sie haben geschummelt. Die haben alle schon meine Fragen gelesen. Selbstverständlich. Das ist ja furchtbar. Das durfte ich bei Ihnen ja nie. Wo soll ich die lesen? Weiß nicht, da hinten oder so. Achso, das setzt ja voraus, dass ich das tun würde. Herzlichen Willkommensgruß. Ja, ich würde das auch noch machen. Völlig klar. Was? So. Die Deutsche Bahn hat sich jetzt nicht völlig im Stich gelassen. Ich nehme das jetzt als Entertainment gemacht. Wir kennen Hamm, bestimmt schnell in Hamm treffen sich zwei ICEs aus Köln und aus Düsseldorf. Jede zehnte Kopplung geht schief. Und ich bin schon ausgeschieden, habe gewettet. Keiner wollte mit mir wetten. Ich habe da Dramen schon erlebt. Der ist so ein Lokführer, der ruft, ich rufe jetzt meinen Lehrlokführer an. Hör uns, was soll ich machen? Dann macht er das, was wir auch zu Hause machen. Ne? Fahr das ganze Ding mal runter. Stromabnehmer runter, wieder hoch. Tut immer noch nicht. Hol die Rangierlok. Oh Gott. Meine Karten liegen da. Ja, die habe ich die hab ich gesichert. Dann konnte ich sie ja nicht mehr lesen. Ja. Die kann ich auswendig, was war das ein Profi? Ja. So, jetzt haben wir die Bananen im Hintergrund. Die sind alle ihretwegen da, ne? Das ist immer voll, oder? Nee, das ist interessant. Also bei der vorherigen Veranstaltung war einer aus dem Publikum. Das heißt, das Publikum richtet sich zu größten Teilen, das ist ein kleiner Unterschied zum Deutschen Theater, immer nach dem Gast. Super. Ja, insofern sind die alle für Sie hier. Wenn Sie wüssten, ich bin heute Morgen im Morgengrauen in Köln aufgebrochen, zweimal mit zwei ICEs gestrandet. In Magdeburg stand ich schon am Taxistand. War nicht lustig, aber ich bin da. Ja, das ist, die Gewerkschaften werden ja härter, aber worauf sie sich jetzt beim öffentlichen Dienst geeinigt haben, da herrscht wieder ziemliche Unzufriedenheit, zumindest bei den Beschäftigten. Ja, wir werden sehen. Lieber Frank Blassberg, Sie sind 1957 in Remscheid geboren worden, aber in Wermelskirchen aufgewachsen. Ja, das kann ich Ihnen sagen. Ich bin noch nicht ganz fertig. Vielleicht. Das ist eine kleinere Stadt. Ja, das ist ein netter Versuch, die Herrschaft zu behalten. Ich kenne das als Moderator. Nein, was mich interessiert ist, haben Sie auch dann... Was mich wirklich interessiert, ob Sie auch dann, wenn Sie woanders wohnten, nie die Beziehung zu Wermelskirchen aufgegeben. War Ihnen das wichtig oder haben Sie gesagt, Kindheit erledigt? Jetzt treffen Sie aber gleich ins Mark, Kindheit erledigt. Meine Kindheit war nicht sehr fröhlich. Das fing mit meiner Geburt an in Remscheid. Das ist wirklich die hässlichste Stadt Nordrhein-Westfalens, nach Mönchengladbach. Außer Hasten, da kam meine Mutter her. Wir hatten in Wermelskirchen kein Krankenhaus. Und meine Mutter ist mit dickem Bauch ein Tal runter über den Eschbach, dann in Remscheid ins Krankenhaus und dann wieder mit Körbchen zurück. Also mein Geburtsort ist Remscheid, sonst habe ich damit aber nichts am Hut. Und Wermelskirchen, ja, da bin ich groß geworden, aber ich bin mit 18 da weggegangen und auch nie zurückgegangen, außer wenn ich meine Eltern besucht habe. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, heißt es ja. Und seit ich nicht mehr hart, aber fair moderiere, fange ich mit dieser glücklichen Kindheit an. Und hier ist auch so ein Ort, wo was gelingen könnte. Sie waren ein Einzelkind. Erschwerte das Freundschaften zu anderen Kindern oder waren die Ihnen besonders wichtig, weil Sie sonst ja immer nur mit Erwachsenen zusammen gewesen wären? Ja, das ist ein Thema, was mich beschäftigt, weil mein Sohn ist auch Einzelkind. Der ist 12 und fährt mit uns noch gerne in Urlaub. Bei mir war das so, dass ich einen Nachbarn hatte, Uli Briesemeister. Mit dem habe ich das gemacht, was man so gemacht hat. Es gab von den beiden Häusern, von Ulis und meinem, so einen Blick runter und da war ein großes Gebüsch, dahinter war eine Bahnstrecke. Und leider hat mein Vater gesehen, wie aus diesem Gebüsch Qualm ausstieg. Er hat kurz gedacht, da wird ein neuer Papst gewählt, hat sich dann aber entschlossen, doch mal nachzugucken. Und da hat man Uli und mich erwischt beim
ich weiß nicht, kennen Sie noch Krone, die Zigarettenmarke Krone? Ich habe das heute noch im Geruch. Also Uli Briesemeister war mein Freund. Ich habe mal deren Dackel ausgeführt, der ist mir leider aus der Leine gerutscht und das war nicht lustig. Das war die B51. Das hat die Freundschaft ein bisschen torpediert. Das war sein Hund, ja? Das war sein Hund. Hm. Im Übrigen war ich der Jüngste in der Klasse und das ist richtig scheiße. Nee, das ist wahr. Das ist furchtbar. Wollen Sie wissen, warum? Ja. Na, weil die Alten immer denken, dass sie schlauer sind. Das geht einem schon. Nee, die dürfen ja auch das. Die haben Mofa. Ich hatte nicht mal ein Mofa. Ich durfte nicht mal ein Mofa haben, weil ich der Jüngste war. Und ich war total verliebt in Conny. Und Conny fuhr mit einem Mann, der einen Porsche hatte, zum Whisky Bill nach. Können Sie sich das vorstellen? Ja, furchtbar. Das war furchtbar. Also ja. Das beschäftigt Therapeuten. Das ist wirklich blöd, weil die anderen fangen schon an zu flippern. Und ich dachte, flippern. Was ist flippern? Ja, ich habe gedacht, irgendwas untenrum, was Unkeusches. Ja, bis ich festgestellt habe, das war in der Kneipe, der Automat. Und deswegen, als meine Tochter mal, die heute 30 ist, in Berlin lebt, als wir mal in die Schule zitiert wurden, weil sie die in der Klasse springen lassen wollten, meine Frau war dafür, ich war dagegen, weil sie wäre dann die Jüngste in der Klasse gewesen. Ja. Im Grunde genommen war ich aber auch dankbar, das kennen Sie auch. Ich glaube, dass es besser ist, wenn man nicht der Beste im Sport ist, wenn man, ist jetzt kein billiger Witz, wenn man nicht der Größte ist, wenn man irgendein Defizit hat. Ja, wirklich, das ist total, total ernst. Das war für mich auch ein Antrieb. Was bleibt mir denn, wenn man das Seil nicht hochkommt, wenn man 13,4 auf 100 Metern läuft? Ja? Die Mädels sind mit Harry Tiede abgezogen, ja? Der lief 11,3. Der läuft aber heute noch, der ist bei der Post Briefträger. Ja? Und aus dieser Wunsch auch gesehen zu werden, vielleicht auch mal bei Mädels punkten zu können. Sie wissen das doch auch. Also natürlich. Sie haben ja nicht gesagt, ich bin Basketballspieler und willst du mit mir gehen? Ja? Ja, wissen Sie, ich habe einen Vorteil erkannt. Im Sport ging das bei uns immer der Größe nach. Das heißt, der Längste fing immer an mit der Übung und ich war immer der Letzte. Und da war der Lehrer nicht mehr konzentriert. Da konnte ich so ein bisschen machen, was ich will. Also ich habe gelernt, immer auch die Vorzüge eines Nachteils zu erkennen. Ja, genau. Und ich nehme an, dass Sie rhetorisch nicht als Silberzunge geboren wurden, aber dass Sie das erkannt haben als Unique Selling Point. Ja klar, wenn du kurz bist wie ich, musst du eine große Klappe haben, sonst kriegt dich ja gar keiner absolut mit. Ja, ist ja ganz einfach. Ihre Mutter war Krankenschwester, Ihr Vater kaufmännischer Angestellter. Haben Sie von ihr die Fürsorge doch so ein bisschen, vor allem für kranke Menschen, und von ihm das Rechnen gelernt? Fürsorge? Eine Krankenschwester, die hat ja was mit Fürsorge. Ich war Kinderkrankenschwester. Um es ganz ernsthaft zu beantworten, als meine Mutter starb vor 2 Jahren, da habe ich auf der Beerdigung gesagt, wir hatten eine tolle Pfarrerin. Sie haben eben Buchwerbung gemacht, jetzt mache ich mal Buchwerbung. Das ist immer ein Problem. Meine Frau heißt Anne Gesthüsen, die schreibt wirklich schöne Bücher und Bestseller. Und die Pfarrerin, die meine Mutter beerdigt hat, die kannte ich nicht. Als sie starb, fand ich einen Brief. Da stand drin, ich möchte von Eva von Winterfeld beerdigt werden. Dann habe ich diese Frau von Winterfeld angerufen. Und dann hat die gesagt, ach du Scheiße. Und ich habe gesagt, warum sagt man nicht? Nee, sie hat das aber gesagt und sie wusste ja dann, was war, weil meine Mutter hatte sie verpflichtet, den Trauergottesdienst zu halten. Und dann saß sie bei uns 5 Stunden und dann hat meine Frau gesagt, Sie wissen schon, dass ich Romane schreibe. Und dann hat sie das Leben dieser Frau, unter Pseudonym zwar, zu einem Spiegel-Bestseller gemacht. Das ist jetzt 3 Jahre her und wir sind immer noch mit dieser Eva von Winterfeld befreundet. Sie haben nach meiner Mutter gefragt. Auf dieser Beerdigung habe ich gesagt, sie hat mir das Leben gerettet, so wie ich das heute führen kann. Ich bin in einem Dunklen mit einem stets depressiven Vater, der mit dem Satz, einen kranken Mann verlässt man nicht, die ganze Familie in Geiselhaft genommen hat. Groß geworden. Und meine Mutter war die, die mich davor beschützt hat, in diesem dunklen Haus auch dunkel zu werden. Die hat mich mit 18 gehen lassen. Die hat nicht versucht, obwohl ich die einzige Stütze war, zu klammern. Und diese wunderbare Pastorin, die hat mich in der Kirche zum Lachen gebracht, weil ich hatte sie um etwas gebeten. Meine Mutter
war eine super Köchin und sie ist eher karg aufgewachsen mit meinem Vater. Der war halt mit sich selbst beschäftigt. Loben konnte der nicht. Was aber dazu führte, wenn sie da zum Essen eingeladen waren als Kind, es gab meistens Rouladen, die ich sehr mochte, bevor sie irgendwas sagen können, hatte meine Mutter gesagt, da muss ich mich mal selber loben. Das ist aber wirklich lecker. Und dann habe ich zu der Pastorin gesagt, ich werde, glaube ich, sehr weinen da in der Kirche, aber wenn sie es schaffen, in ihrer Predigt über meine Mutter den Satz unterzubringen, da muss ich mich mal selber loben, ohne dass die anderen das merken, es muss einen organischen Zusammenhang haben, tun sie mir einen großen Gefallen. Sie hat das gemacht. Das sie war vor 3 Wochen bei uns zum Spargelessen, habe ich mich nochmal bedankt dafür. Also meine Mutter hat mir diese Kindheit ermöglicht und mein Vater hat auch etwas ermöglicht, nämlich es anders zu machen als er. Das ist auch ein Antrieb, der ist zwar auch anstrengend, aber es ist mir bisher ganz gut gelungen. Und wenn ich zum Beispiel, wenn wir Gäste haben im Haus, dann lasse ich mal meinen Sohn länger aufbleiben, der ist 12. Und damit er sieht, dass da Leben im Haus ist, das kannte ich nicht. Mein Sohn ist übrigens gerade, wir sind für 1,5 Stunden in derselben Stadt, weil mein Sohn ist am Freitag mit 12 Jahren zum ersten Mal alleine mit der Bahn gefahren, und zwar mit dem 2. Zug, der von Köln aus nach Berlin fuhr nach dem Streik. Und er hat alles erlebt. Alles. Der Zug wurde halb geräumt, weil er zu voll war. Es wurden Gutscheine verteilt, wenn man ausstieg. Ich habe gesagt, bleib bitte drin. Und er ist in Berlin halb in der Nacht angekommen. Meine Frau ist schier durchgedreht und ich fand es total cool. Insofern hatte er das Abenteuer und er hat seine Schwester besucht. Die lebt hier in Berlin, ist 30. Und in 1 Stunde fahren sie zurück. Ich werde gleich mein Handy anmachen, damit ich die Meldung Berlin-Köln erlebe. Und Polizei hat er auch noch erlebt, ne? Haben die Polizei gerollt? Hat er erlebt, ja. Da war eine polizeiliche Ermittlung und die Bahnpolizei hat versucht, den Zug halb zu räumen, weil die haben ja so ein Gewichtsproblem, wenn der ICE zu schwer wird. Ja. Wie haben Ihre Eltern versucht, Sie politisch, aber auch kulturell zu beeinflussen? Gab es eine Richtung eher zu Musik oder zu Theater oder zu Büchern oder zu Fotos? Und gab es politisch auch so eine bestimmte Richtung, wie man versucht hat, sie zu prägen? In Wermelskirchen Kultur, da gab es die Realschulaula. Da kam das Tourneetheater. Kuhlenkampf war auch da. Die Stadt Wermelskirchen hat 3 große Söhne und ich bin der aller kleinste davon. Karl Leverkus hat auch nichts mit Kultur zu tun, aber Leverkusen hat Aspirin erfunden, Bayerwerke. Christian Lindner. Warum lachen die jetzt? Ich verstehe es auch nicht. Ah, ich gratuliere Ihnen übrigens zu Ihrem neuen Bürgermeister. Kai Wegner ist neuer Bürgermeister, weil die SPD hat mit 54% dafür gestimmt für den Koalitionsvertrag. Wer freut sich darüber? Darf ich mal einen Applaus hören? Wer freut sich nicht darüber? Darf ich mal einen Applaus hören? Ja. Ja. 1-0 für Easy. Aber ich hab ja keine Aktien drin. Kulturell habe ich verstanden. Und politisch? Also politisch, mein Vater war kaufmännischer Angestellter und hatte allergrößte Mühe, immer, das war ihm wichtig, sich von den Arbeitern zu unterscheiden. Und ob Sie es glauben oder nicht, dass das Wort Proletarier, oder mein Vater sagte Prolet, dass es kein Schimpfwort war, sondern eigentlich man das auch als Ehrentitel sehen konnte. Und als ich mal zum ersten Mal in der Schule gehört habe, Proletarier aller Länder, habe ich mich damit mal beschäftigt. Bei meinem Vater waren das nur, obwohl er dazugehörte, er war ein kleiner kaufmännischer Angestellter. Politisch, die haben CDU gewählt. Ich habe alles gewählt schon, außer Linkspartei. Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Wollen Sie wissen, was ich bei der letzten Wahl gewählt habe? Ja, weiß ich nicht. Ich war nicht in der Kabine. Nee, wollen Sie es denn wissen? Ja, klar. Sind Sie neugierig? Ja. Gut. Ich fand bei der letzten Wahl, dass das eine ungehörige Veräppelung von Wählern war, weil mir auf 2 Seiten die Menschen vorenthalten worden sind, nicht die ich unbedingt am besten fand, die aber für ihre Partei die größten Chancen gehabt hätte. Das war einmal bei der Union, Armin Laschet, der einzige Politiker, den ich duze, weil ich mit ihm 10 Jahre lang Pfingsten gefeiert habe, weil meine Ex-Frau aus Aachen kommt und das war die Blase dort. Also ich finde das übrigens auch sehr nett. Das ist ein netter Mensch, aber kein Kanzler.
Söder wäre der Mensch gewesen, der die Union, die Interessen der Union damals vertreten hätte. Am besten, ob er gewonnen hätte, weiß ich nicht. Aber es wäre eine klare Alternative gewesen. Und es waren sachfremde Entscheidungen, weil der größte Landesverband Nordrhein-Westfalen, bla bla bla, und niemals darf die CSU, weil die Union, bla bla bla, Herr Schäuble im Hinterzimmer, schwierig. Bei den Grünen war es genauso. Nicht Habeck, ich hätte gerne mal so einen Willy Brandt-Typen im Kanzleramt gesehen. Also, dass jemand besser kommuniziert als Scholz ist jetzt nicht so schwer, aber ich hätte mir das gerne angeschaut. Wirklich. Dann gab es die Frauenquote, also auch etwas völlig Sachfremdes. Und so saßen wir da eben mit Annalena Baerbock, tolle Außenministerin, gar keine Frage, aber es war nicht die beste Chance. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Das ist aber ein sehr mitmachendes Publikum hier. Ja. Gefällt mir. So, also habe ich zu meinem Sohn gesagt, wie gesagt, 12, was soll ich wählen? Und dann sagt er Grün. Natürlich sagt er Grün. Ist ja auch richtig, weil er hat die größte Restlaufzeit. Also habe ich Grün gewählt. Und da habe ich damals noch hart dabei fair gemacht. Und dann sagte die Göring-Echte, wo wohnen Sie denn? Ich sage, in Köln, Marienburg. Ach, dann haben Sie den Lehmann gewählt. Ich sage, ja, habe ich gesehen, stand auf dem Zettel. Der ist der LGBT-Plus-Querbeauftragte der Grünen und hat ein einziges Thema. Der ist jetzt auch der Querbeauftragte der Bundesregierung. Das kann halt passieren, wenn man den Sohn da wählen lässt. Und dann habe ich mit ihm lange, lange verhandelt und durfte dann mit der Zweitstimme FDP wegen seinem Erbe wählen. Sie waren schon als schülerfreier Mitarbeiter der Rheinischen Post. Wollte ich noch was zu Christian Lindner? Wie bitte kam es dazu und was haben Sie da geschrieben und getrieben? Mein Vater hat mich zum Haneköppen gefahren. Ja? Haneköppen. Da hängten, damals waren sie schon tot, so Hähne. Und Menschen mit Binnen vor den Augen hauen die Köpfe runter und anschließend gibt es Kölsch. Da hat er mich hingefahren und über sowas habe ich geschrieben. Und dann auch teilweise über die Schule. Auf derselben Schule war ja Christian Lindner. Wir hatten denselben Geschichtslehrer. Wir haben den Mann Fascho genannt. Christian Lindner hat gesagt, er sei für ihn die prägendste Figur gewesen. Und Lindner hatte recht. Damals war die Zeit, wo man, wenn jemand Jahreszahlen wollte, war der gleich Faschist. So konservativ. Und Christian Lindner steht vor dem Gymnasium in Wermelskirchen als 18-Jähriger mit einem Aktenkoffer und arbeitet schon als Unternehmensberater. Und er hat damals vor meiner alten Schule den Satz geprägt, Niederlagen sind dornige Chancen. Ist das nicht schön? Selbe Schule. Und was haben Sie da geschrieben, bitte, bei der Rheinischen Post? Über Haneköppen, über alles Mögliche für 20 Pfennig, die Zeile. Nach Ihrem Abitur waren Sie in einem Volontariat bei der Schwäbischen Zeitung in Leukirch im Allgäu. Und worüber haben Sie dort geschrieben? Muss ja jetzt eine Steigerung geben. Ja, erstmal musste ich ins Allgäu, weil mich keiner wollte, weil das war 75, da habe ich volontiert und habe mich überall beworben. Dann schrieben die Chefredakteure so, ja, in einer Zeit wie der heutigen kann man es niemandem mehr raten, Journalist zu werden. Das war lustig, wenn man das heute ja auch wieder hört. Damals gab es so schon eine Pressekrise, die Watz fraß sich so durchs Ruhrgebiet und die Schwäbische Zeitung wollte mich und die Hessisch-Niedersächsische Allgemeine. Das war an der Zonengrenze, das wollte ich nicht. Und dann bin ich ins Allgäu und war 18, habe mich da vorgestellt. Steigst du in Köln in den Zug, der ist noch groß, bis Ulm. Steigt man in einen kleineren Zug, der fährt bis Memmingen. Steigt man in einen noch kleineren Zug, dann wird das Herzchen auch kleiner mit 18. Und dann sind sie in Leutkirch. Der Chefredakteur hieß Chrysostomus Zodel. Chrysostomus heißt Goldmünchen. Und das war eine Zeitung für christliche Kultur und Politik, richtig, richtig konservativ, aber eine Macht im Land. Als Chrysostomus Zodel schrieb, Filbinger, es reicht, ist der Mann zurückgetreten am nächsten Tag. Da habe ich volontiert und habe über Oberstufenreform am Gymnasium in Rottweil geschrieben und durfte da schon schöne Sachen machen. Das Witzige war nämlich, weil ich schon schreiben konnte und meine Mitvolontäre waren alle 30 und abgebrochene Doktoranden aus München, die irgendwie die Uni geschmissen hatten und gedacht haben, jetzt mache ich was auf Zeitung. Die konnten nichts, aber ich hatte ja schon schreiben gelernt und konnte da so ein bisschen reüssieren. Hatte nur ein Problem, weil ich zur Untermiete wohnte bei Familie Gregg. Und die hatten eine Tochter, eine sehr nette Tochter, Griseldis hieß die. Und samstags gab es immer Weißwürste. Dann musste ich als Untermieter dazu. Und dann saß die Tochter mit dem Schwiegersohn dort. Und dann sagte der Hausherr und Vater, gell, Frank, du wärst der Rechtsschwiegersohn. Das war ein bisschen peinlich. Was lag zwischen dieser Zeit und Ihrem Beginn des Studiums in Köln? Also zwischen 1977 und 1980?
Bundeswehr, unter anderem. Ich hatte gedacht, ich muss nicht zur Bundeswehr und wurde dann aber eingezogen und kam aber nach Bonn ins Verteidigungsministerium in den Informations- und Pressestab und habe Bundeswehrzeitung gemacht. Aber das Leber war Verteidigungsminister. Aber es waren ja 3 Jahre und in der übrigen Zeit? Bin ich dann zur Abendzeitung gegangen nach München als Polizeireporter, weil ich mich in Leutkirch doch ein bisschen gelangweilt habe. Und ich fand München halt so spannend. Das ist so derrig, was man halt so sah im Fernsehen. Ja. Und die Abendzeitung war eine tolle Zeitung. Als Polizeireporter, wie viel muss man von der Polizei verstehen, um da einigermaßen sachgerecht schreiben zu können? Nix. Sie müssen neugierig sein und Sie müssen gut recherchieren können. Und das, wir kommen wieder auf das Geltungsbedürfnis zurück. Und ich habe mich da reingebombt, weil die suchten jemanden. Damals war Frau Friedmann noch die Verlegerin und man musste eigentlich Geld mitbringen, weil das eine Ehre war, da zu arbeiten. Die suchten einen Polizeireporter, hat mich beworben. Da haben die mir gesagt, Sie sind zu jung. Ich war 20. Und da habe ich gesagt, das ist ja, ich weiß gar nicht, ob mir das Wort Diskriminierung einfiel, aber ich habe gesagt, finde ich blöd. Ich kann doch mal zur Probe arbeiten. Und dann bin ich zu meinem Chefredakteur gegangen in Leutkirch. Da habe ich nämlich da gearbeitet und habe gesagt, Herr Zodel, ich habe gelogen. Meine Oma ist krank. Ich muss mal nach Hause. Und bin nach München und habe 3 Tage zur Probe gearbeitet. Am 2. Tag hatte ich die Schlagzeile auf Seite 1, was nicht so schwierig ist. Polizeifälle sind halt oft dramatische Fälle. Steffen Ufer war berühmter Anwalt damals. Kennen Sie? War ein junger Anwalt damals. Ja, und dann hatte ich die Schlagzeile auf Seite 1, wenn Sie so durch Schwabing gehen und da kommen die Zeitungsverkäufer, die es damals noch richtig gab, das fand ich schon sehr toll. Und ich habe die Stelle bekommen. Ich habe einen Vertrag gekriegt, fahre zurück nach Leutkirch in die Konferenz und dann sagt der Chefredakteur, das werde ich nie vergessen, ah, da kommt ja der junge Herr Plasberg. Er hat ja gesagt, er bleibt nur bei uns, wenn er Reporter wird im Landesüberblick und schreiben kann. Wir hatten keine Stelle, ich habe mit den Verlegern gesprochen, wir haben jetzt eine zusätzliche Stelle, herzlichen Glückwunsch, Sie können bleiben. Da bin ich bei ihm rein mit hochrotem Kopf. Und solche Menschen wünsche ich allen, auch meinen Kindern, dass man solche Typen erwischt. Ja. Und bin rein zu Zodel und habe gesagt, Herr Zodel, ich habe Sie belogen, ich habe Sie betrogen. Ich war bei der Abendzeitung und ich habe da unterschrieben als Polizeireporter. Und jetzt sind Sie blamiert bei den Verlegern. Dann sagt er, das lassen Sie doch meine Sorge sein. In Ihrem Alter, Leutkirch oder München, immer München. Toller Typ. Ja, das stimmt. In Köln studierten Sie Politik, Theaterwissenschaften und Pädagogik. Nicht wirklich. Ja, wollte ich gerade fragen, diese Mischung ist ja spannend. Und wieso gerade Politik? Weiß ich auch nicht. Ich war auf der Flucht, weil ehrlich gesagt war ich der Aufgabe in München nicht gewachsen. Ich kam aus Wermelskirchen. München, diese Weltstadt, ja, hat mich etwas überfordert. Und ich hatte eine Freundin in Wermelskirchen und ich bin jedes zweite Wochenende, wenn ich frei hatte, nach Wermelskirchen zu meiner Freundin gefahren. Ich war in meinem Leben nie im P1. Jetzt lassen Sie mich nicht mehr rein, das ist das Problem. Es war so, und es war auch total anstrengend, wenn Sie die Bild-Zeitung, die TZ, 3 Boulevardzeitungen, die Süddeutsche und den Merkur. Ich bin teilweise morgens um 5 aufgestanden und habe geguckt, was die anderen hatten. Wenn du es nicht hattest, war es halt ein Problem. Und dann habe ich geguckt, dass die angefangen haben zu studieren aus meiner Klasse, dass es denen besser ging und habe gedacht, studierst du was? Habe ich gedacht, was mit Medien, was ein Scheiß, ja. Und habe Theater, Film und Fernsehwissenschaften studiert und Politik und Pädagogik, ich weiß es nicht. Ich habe nach 3 Semestern Zwischenprüfung gemacht und mich nach 17 Semestern exmatrikuliert. Und habe seitdem immer komplexe Akademikern wie Ihnen gegenüber. Ja, Moment, nach der Zwischenprüfung haben Sie sich entschieden, für die journalistische Laufbahn. Das heißt, Sie verzichteten ja auf einen Abschluss. Tat Ihnen das irgendwann mal leid und haben Sie gesagt, es war eigentlich gut. Ich hatte da nichts mehr zu suchen, ich musste einen anderen Weg gehen. Darf ich mich für die Formulierung bedanken, Sie verzichteten auf einen Abschluss? Ich habe nicht verzichtet, mir war es so anstrengend. Ja. Na, deshalb haben Sie doch verzichtet. Ja gut, ja. Nein, ich fand Arbeiten halt spannender und ich habe damals schon bei SWF 3 gearbeitet, in Baden-Baden, einen damals führender Radiosender, und das war für mich wie Heaven. Das war einfach toll und fand ich spannender als Uni. Sie hatten aber doch ein gewisses Reisefieber in Deutschland. Also wir waren jetzt schon in Bayern, wir waren in der Kleinstadt, wir waren in Köln und dann sind Sie nach Baden-Baden gegangen und wirkten bei Radiosendungen des SWF, später SW3 mit. Sie begannen mit Moderationen im Radio. Da interessieren mich 2 Dinge. Erstens, machte Ihnen das
weil Sie noch irgendwann Spaß, in verschiedenen Gegenden zu wohnen, die kennenzulernen? Oder war das einfach immer nur bedingt, weil Sie gerade zufällig dort den Job bekamen und woanders nicht? Das war rein jobgetrieben. Und das Zweite, was mich interessiert bei Gesprächen, ist es Ihnen wichtiger, Fragen stellen zu können und den Leuten dann zuzuhören? Oder sagen Sie, ich schätze es auch, wenn ich gefragt werde? Also wir kommen ja noch zu Ihrer Sendung, aber ich will nur wissen, das ist ja unterschiedlich, Moderator zu sein oder eben Gast zu sein. Und manche können Moderation gar nicht ausstehen, sind viel lieber Gäste und bei anderen ist es umgekehrt. Ich mache es der Reihe nach. Ich habe 20 Jahre lang Fragen gestellt, jetzt ist super. Gut. Aber Sie haben mich zuerst gefragt, ich bin immer den Jobs gefolgt und ich hatte Glück mit diesem Volontärschefredakteur bei der Schwäbischen Zeitung. Aber ich hatte ein unglaubliches Glück und ich habe, als ich Radio gehört habe und habe SWF 3 entdeckt, das sagt Ihnen hier in Berlin nichts, aber wenn Sie RIAS 2 gehört haben, wenn Sie alles, was so in die Radiogeschichte eingegangen ist, kam alles aus Baden-Baden. Ich habe mit Klaus Kleber zusammen Litfaßwelle moderiert und immer wenn wir uns treffen, das waren die Frühsendungen, immer wenn wir uns treffen, Klaus und ich oder Anke Engelke oder Christine Westermann, alles Baden-Baden, viele waren Kölner, sind am WDR vorbei zum Bahnhof und nach Baden-Baden gefahren. Die haben die Hälfte bezahlt, aber das war einfach toll. Und wir hatten dort einen Chef, Peter Stockinger, ein Mensch, ich glaube, viele Therapeuten haben auf den Mercedes bestellen können. Wer da nicht zurechtkam, war ein bisschen gebrochen auch. Der hätte heute viele Personalratsauftritte, Gleichstellungsbeauftragte, was auch immer. Aber der hat uns immunisiert, der hat uns mutig gemacht, der hat auch, wenn Sie so wollen, den Grundstein bei mir für eine gewisse Unerschrockenheit und Distanz gegeben, was Politik angeht. Seine Sekretärin hat irgendwann im Landtagswahlkampf gesagt, in Rheinland-Pfalz war Landtagswahlkampf, Frank, kannst du nicht mal andere Interviews machen? Ich habe so viele Beschwerdeschreiben da. Und dann habe ich gesagt, Herr Stockinger, ich habe gehört, es gibt Ärger. Dann hat er mich angebrüllt, wirklich, das geht Sie gar nichts an, das ist mein Job. Wenn ich mit Ihnen zu reden habe, rede ich mit Ihnen. So. Und was wir in Baden-Baden auch gelernt haben, war Distanz. Was? Distanz. Ich war nie Teil des Berliner Betriebes. Also ich bin hier heute noch eigentlich Tourist. Und sowas wie hier habe ich nie gemacht. Ich finde es jetzt, also ist ja jetzt nicht unangenehm, mit Ihnen zu sitzen. Aber ich habe immer verstanden, dass Nähe korrumpiert. Und ich wollte mich nicht dieser Gefahr ausgesetzt sehen, weil ich mich da vielleicht auch für nicht besonders stabil gehalten habe. Also fand ich die Distanz zum Hauptstadtbetrieb auch immer sehr gut. Und das war in Baden-Baden absolut gegeben. 1988 ernteten Sie schwere Kritik, weil Sie bei einer Geiselnahme in Gladbeck die Geiselnehmer interviewten. Ehrlich gesagt verstehe ich das nicht. Ist es nicht interessant, solche Leute etwas näher kennenzulernen, zu verstehen, warum sie das eigentlich machen, was sie sich dabei denken, sind sie wirklich gefühllos oder nicht gefühllos, etc. Und das Interview wurde ja wohl nie gesendet und gibt es noch. Erzählen Sie mal davon, das interessiert mich, weil ich finde, auch das Interview mit jemandem, der gerade etwas Böses macht, kann doch durchaus eine spannende Begebenheit sein, wenn es nicht dazu führt, dass man ihn reinwäscht oder so. Danke. Bitte. Das habe ich noch nie erlebt. Der Regelfall ist, dass sich Journalisten über mich auch als Kollegen erheben. Giovanni Di Lorenzo in der Talkshow 3 nach 9 fällt moralisch erhaben über mich her, wo du denkst, was ist denn jetzt los? Ja? Also ich bin da nicht stolz drauf. Es war völlig beknackt. Ich schildere die Situation. Es war wirklich völlig beknackt, weil in der Situation konnten sie kein vernünftiges Interview führen. Mhm. Aber je öfter man mit moralischem Aplomb da drauf springt, desto trotziger werde ich auch und sage, verdammt nochmal, ist es nicht schön, wenn ein Reporter draußen versucht, so viel es geht zu machen und ein Redakteur mit Abstand versucht zu entscheiden, ob sie es bringen. Das habe ich nämlich gemacht. Ich habe damals nicht live gesendet, was ich hätte machen können über Telefon, sondern ich habe gesagt, Leute, das ist eine komische Geschichte, entscheidet ihr, ob ihr es sendet. Und habe es überspielt nach Baden-Baden und der Redakteur hat gesagt, wir senden das nicht. Die Situation war, und da ist nichts zu beschönigen, das ist wirklich irre gewesen, Gladbecker Geiseldrama. Sie erinnern sich abends in den Tagesthemen, das hatte ich gesehen, es war der 17. August, der Geburtstag meiner damaligen Freundin. Wir hatten Tagesthemen geguckt, abends wie Degowski und Rösner in Bremen vor dem Bus standen. Ich wusste, was da passiert war, bin aber nachts nach Köln gefahren, habe geschlafen, werde angerufen vom Südwestfunk, die sind bei dir. Und die standen bei uns in Köln in der Innenstadt in der Breite Straße.
Und dann bin ich dahin mit der Vespa und da war Rummel. Also es gab einen geordneten Rummel. Die standen da, ich habe die Namen alle noch drauf und ich wusste, was passiert war. Und dann, ja, gibt es diesen Herdentrieb, standen alle möglichen dort. Ich könnte jetzt sagen, wer da noch alles stand, aber ich habe halt die Fallhöhe. Ja. Ich bin dann später etwas bekannter geworden und habe mich angestellt und habe mit Rösnern gesprochen. Ich kann Ihnen nicht sagen, was ich den gefragt habe. Was wollen Sie da wirklich fragen? Sie lernen den Typen ja nicht kennen, wie vielleicht als Mandant im Knast, in Untersuchungshaft zum Beispiel, da können Sie sich vielleicht eher ein Bild machen. Es war eine völlig beknackte Aktion. Und wie die geendet hat, wissen Sie, der ist dann rausgefahren aus der Fußgängerzone und auf der Autobahn gab es den Versuch, die zu stoppen und dabei ist eine Geisel ums Leben gekommen. Das ist furchtbar, völlig klar, aber wissen Sie, woran das liegt, dass ich das anders sehe? Als Anwalt hast du es ja nur mit Menschen mit Problemen zu tun, kommen ja nie glückliche Leute zu dir. Und für mich war das etwas Normales, auch mit einer Mörderin oder einem Mörder zu sprechen und mit anderen. Und ja auch selber immer zu versuchen zu begreifen, warum machen die etwas, was du nie machen würdest. Was läuft in ihrem Gehirn, auch in ihrer Gefühlswelt anders? Und deshalb finde ich das wieder normal, dass man mit ihnen spricht. Aber ja, wahrscheinlich ist das keine journalistische Sicht. Es war wirklich falsch, es zu tun. Es war wirklich falsch. Aber wie gesagt, aus dem sicheren Stuhl darüber zu resonieren und auf der moralisch richtig warmen Seite zu tun, ein Hobby, was viele Menschen in diesen Tagen haben, das fand ich doof. Von 1987 an haben Sie mit Christine Westermann beim WDR die Aktuelle Stunde 15 Jahre lang gemeistert. Das ist wie Ehe, das ist eigentlich Goldhochzeit. 15 Jahre Doppelmoderation sind eigentlich 50 Jahre. Sagenhaft. Dann auch als Redaktionsleiter und Hauptverantwortlicher. Wie organisierten Sie sich Ihre täglichen politischen Informationen? Und gab es noch Zeit für einen Gegencheck? Also man liest Agenturmeldungen, das ist mir schon klar, ein bisschen Zeitung und so weiter, aber kann man noch gegenchecken oder gab es viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das für Sie getan haben? Ich kann es mir nicht richtig vorstellen. Nee, da war ich ja noch beim WDR und Redaktionsleiter, später stellvertretender Chefredakteur. Das war ein Regionalmagazin, das ist wie die Abendschau hier in Berlin. Und ich war da freier Mitarbeiter, Moderator und irgendwann habe ich da immer so randaliert und die Klappe aufgerissen, den Gysi gemacht, sage ich jetzt mal, bis mir der Redaktionsleiter geraten hatte, doch etwas später zu kommen und nicht morgens schon Randale zu machen. Ich solle mein Honorar nehmen, das war damals sehr gut, und vielleicht ein bisschen später kommen. Er wurde dann ganz gegangen und ich wurde Chef da. Durch Randalieren. Aber nur, weil Sie später gekommen sind. Habe ich dann so eine Art Sanierungsarbeit versucht, in dem Laden von gut gemeint auf gut gemacht umzustellen. Und ich gucke heute noch gerne Aktuelle Stunde. Nicht zuletzt, weil meine Frau die immer noch moderiert. Und da sitze ich dann in Andacht und Ehrfurcht davor und denke, schau mal, wie schön. Ab 1998 waren Sie dann zusätzlich Programmgruppenleiter, aktuelles und stellvertretender Chefredakteur der NRW-Landesprogramme. Wenn man für viele Sendungen zuständig ist, fällt es dann schwerer, noch an einzelnen Sendungen selbst mitzuwirken, weil man sich ja auch so um so viele andere Sendungen kümmern muss? Und wo wohnten Sie damals eigentlich? Interessiert mich auch, wenn man zuständig ist für so ein breites Pensum. Immer in Köln. Und die Frage ist berechtigt. Ich glaube, ich war als Manager da auch nicht besonders gut, weil ich immer auch noch mit Christine moderiert habe. Also ich habe immer auch Sondersendungen gemacht. Und wir haben damals alle, wenn Jelzin auf dem Panzer stand in Moskau, haben wir in Düsseldorf die Sondersendung gemacht für den WDR. Das war so eine Art Sport im Haus. Das ging zulasten der Familie. Und das ist so dieses blöde Gewäsch von Vätern, die zu wenig zu Hause waren. Man hat immer die Wahl. Und ich habe mich damals, ich war zwar jeden Abend zu Hause, aber nicht anwesend und kam spät. Man hat immer die Wahl und damals war ich völlig absorbiert von diesem auch Sanierungsjob. Und ich bin Gott dankbar, dass ich halt mit 53 nochmal Vater geworden bin. Und der Knabe, wie gesagt, ist jetzt 12. Dass ich dann nochmal es anders machen konnte, weil ich nicht mehr in dieser Form gearbeitet habe. Und für mich ist es heute ein rührender Moment, dass ich weiß heute, dass heute mein Sohn in dieser Stadt ist, bei meiner Tochter, die eine andere Jugend hatte als er und die zusammen mit ihrem Freund, die sind gerade beim Handballspiel, die Füchse spielen, glaube ich.
bevor sie dann dem Abenteuer Bahn sich stellen. Man hört ja, dass sie sich mit ihrer Tochter auch gut versteht. Total. Ja. Und wenn ich jetzt sehe, die zusammen hier in Berlin, ist doch gut, ne? Ja. Trotzdem erklären Sie mir mal, ab 2002 waren Sie, sagten Sie schon, Sonderkorrespondent und Reporter der WDR-Chefredaktion. Was hat denn ein Sonderkorrespondent und ein Reporter einer Chefredaktion zu tun? Verstehe den Unterschied überhaupt gar nicht. Ich auch nicht. Ich habe es auch nicht lange gemacht. Nee, das sind so Sachen, die dann irgendwann... Ich habe 2001 mit Hard Aber Fair angefangen und habe mich dann irgendwann darauf konzentriert. Und das war es dann auch. Ja? Und dann habe ich 2005 gekündigt unter Zurücklassung meiner Altersversorgung beim WDR. Rief mich einer an aus der Personalabteilung und sagte, Jung, du hast 3 Monate zu früh gekündigt. Deine Altersversorgung ist futsch. Was muss ich jetzt machen als Rentner? Sonntags hier rumsitzen. Ja. Ja, wem sagen Sie das? Also, Ihre Sendung Hart aber fair begann ja 2001, zunächst beim WDR und ab 2007 bei der ARD. Das Erste, was mich mal interessiert, wie findet so ein Sprung statt? Wird da so hinter den Kulissen gemauschelt und gemunkelt, das geht ganz gut, so Einschaltquoten und so. Wie kommt das? Und so lange nicht und dann plötzlich doch. Nee, es waren 2 Schritte. Erstmal wurde die Sendung 2001 aus der Taufe gehoben und 2007 kam sie in einem, ich sag mal, politischen Verfahren, nicht meinungspolitisch, sondern senderpolitisch ins Erste. Ich könnte Ihnen jetzt eine glamouröse Gründungsgeschichte erzählen. Das Leben ist viel banaler. Und es hat was mit eitlen alten Männern zu tun. Damals. Ich kenne welche. Damals. Da gab es einen Chefredakteur beim WDR, der machte auch im Hörfunk, der machte eine Fernsehsendung. Die lief immer mittwochs. Mittwochs in oder mittwochs mit. Und der verkrachte sich irgendwie mit der Redaktion. Und als Chefredakteur war er gewohnt, dass er so chefte, aber im Hörfunk. Und ging zum Direktor beim Fernsehen und sagte, ich brauche eine neue Redaktion. Der Direktor sagt, ich glaube nicht. Dann schmeiß ich hin. Ja, dann schmiss er hin. Und dann gab es eine Programmlücke. So ist übrigens auch Zimmerfrei entstanden. Da gab es eine Programmlücke. Und ich war so der Retter der in diesem Sender. Und mein damaliger Chefredakteur, ich war sein Stellvertreter, kam und sagte, haben Sie eine Idee, was man da machen könnte? Jede zweite Woche, mittwochs 90 Minuten. Und dann hatte ich... Ja, schon so eine Idee von Hard Aber Fair, aber die beste Idee war, damit hatte ich nur noch Feinde im WDR. Ich sage, ich mache das, ich hatte 6 Wochen Zeit, aber ich suche mir aus jedem Gewerk, also Redaktion, Grafik, Bildmischer, Regisseur, ich suche mir die Leute aus, mit denen ich das mache. Damit haben sie natürlich 8 Abteilungsleiter gegen sich, weil die haben ja alle ihre Privatpolitik laufen und habe mir diesen Stab zusammengestellt, unter anderem auch eine tolle Frau, die leider gestorben ist, die hat den Titel erfunden. Die hat gesagt, Frank, und da muss man genau auf die Wortwahl achten, weil ich hatte schon gedacht, das ist aber nett. Dann habe ich genau hingehört. Sie hat leider nicht gesagt, Frank, du bist doch immer hart, aber fair als Chef, lass uns doch die Sendung so nennen, sondern sie hat gesagt, Frank, du willst doch immer hart, aber fair sein, lass uns doch die Sendung so nennen. Und das heißt, die Idee von der Sendung kam von dieser Frau? Die kam von uns und... Nur der Name kam. Der Name kam von ihr und ein Credit an dieser Stelle, eine Danksagung muss man auch loswerden an Sabine Christiansen. Mhm. Weil es ist wie in der Politik, sie brauchen immer eine Kante, an der sie sich abstoßen können. Sie brauchen immer etwas, um etwas anders zu machen. Und dieses Berliner Salontheater, was da immer aufgeführt wurde, das wollten wir anders machen, indem wir eben nah bei den Leuten sind. Und wenn Politik auf Wirklichkeit trifft, war so der Claim. Und ohne Sabine Christiansen wären wir nie so groß geworden. Und dann haben wir 2003 den Fernsehpreis bekommen. Und dann gab es irgendwie Gudel in der ARD. Und irgendwann hat Fritz Pleitgen gesagt, ich will, dass Hart aber fair ins Erste kommt. Und schwupp waren wir mittwochs im Ersten. Also Sie lassen ja eine Antwort im Unterschied zu anderen Journalistinnen und Journalisten nie einfach so stehen. Sie fragen immer nach. Sonst kenne ich das eigentlich nur noch vom Deutschlandfunk. Ja. Das ist der Ausnahmeradiosender. Also sonst gibt es das nicht. Gehören Sie auch zu den Leuten, die morgens von Deutschlandfunk hören? Ein Freund von mir hat mal in Berlin im Hotel erlebt, das Ehepaar Genscher logierte dort. Und beim Frühstück stellte Herr Genscher ein Kofferradio, ein kleines, auf den Frühstückstisch und beschallte den ganzen Saal mit Deutschlandradio und hörte die Interviews. Ich bin kein Frühzeitmensch. Deshalb fallen mir auch Interviews zu der Zeit schwer.
Aber den Deutschlandfunk höre ich ganz gern und ich mag auch die Interviews, weil wenn ich da was sage, es kommen immer Nachfragen. Und das gibt es sonst beim Rundfunk nicht. Ja, aber Sie brauchen doch Nachfragen. Dann, ja, klar. Da kommen wir auf Betriebstemperatur. Ich habe ja nichts dagegen. Ja. Ich wollte nur darauf hinweisen, das unterschied Ihre Sendungen von anderen Sendungen. Auch Ihr Faktencheck übrigens, den Sie ja, das finde ich mal lustig, weil früher, wenn jemand bei Elna saß und sagt, dann machen wir einen Faktencheck. Ja. Ja, kam von uns. Glauben Sie, dass diese Methode erhalten bleibt oder mehr aufgegeben wird in Rundfunk und Fernsehen? Also die Art, wie Sie das gemacht haben. Also erstens ist die Verpackung ein Teil des Mittels, hart aber fair, weil ich habe es auch nicht immer gemacht, weil die Aufgabe bei hart aber fair ist anders als bei Einzelinterviews, was Maischberger macht oder so, dass sie eine Runde am Laufen halten müssen. Wenn da fünf Leute sitzen müssen und dann und wenn sie sagen, wir möchten auch normale Menschen da drin haben, übernehmen sie eine Fürsorge. Wenn sie Hubertus Heil über Mindestlohn haben, der Mann ist ein wunderbarer Anekdotenerzähler auch, und sie sagen, da brauchen wir aber jemanden, der vom Mindestlohn betroffen ist, in diesem Fall eine Frau, die im Krankenhaus Betten reinigt, dann übernehmen wir eine Verantwortung für diese Frau, die da ihren Auftritt hat, 75 Minuten im Hauptprogramm, 3-4 Millionen Zuschauer, neben Heil, der das jeden Tag macht, am nächsten Tag schon wieder vergessen hat, dass er da war. Für die ist es aber etwas Prägendes, mit dem sie lange lebt, weil dann sagt die Freundin, warum hast du das nicht gesagt, warum hast du das nicht gesagt oder wie konntest du nur und so. Das heißt, sie übernehmen als Redaktion eine große Verantwortung, wenn sie in Anführungszeichen normale Menschen in Sendungen holen. Und die kommen manchmal auch und glauben, dass sich ihr Leben am nächsten Tag verändert. In der großen Harz-Diskussion bei 20 Jahren ja, Fernsehen, klar. Können Sie sich ja vorstellen, da gab es Menschen, die geglaubt haben, am nächsten Tag ist die Gesetzgebung eine andere. Und diese Menschen zu checken ist so ein kaltes Wort, aber zu gucken, ob die das stehen, da sind wir oft hingefahren, haben mit denen gesprochen, ich habe mit denen telefoniert, um dann zu sagen, ja, die kann das, der kann das. Wobei Frauen das oft, tut mir leid, muss ich jetzt anschreiben hier, Frauen das oft besser gemacht haben. Dann übernehmen sie die Verantwortung und der Moderator, in diesem Fall ich, musste dann dafür sorgen, dass die auch nicht untergeht in dieser Runde. Und das ist die Aufgabe und nicht nur hart Politiker nachfragen. Ich muss Ihnen eine Geschichte erzählen, die Sie natürlich kennen, aber Sie nicht, die ich wirklich spannend fand. Und zwar folgendes. Ich war in einer Sendung bei ihm, vor einer Bundestagswahl. Und da war noch Kauder für die CDU, CSU, FDP, SPD, FDP, alle. Und da ging es plötzlich um eine Frau, die auch anwesend war. Und man sah ein Bild ihrer Tochter und die Frau war Hartz-IV-Empfängerin. Und die Tochter hat in den Ferien gearbeitet und von dem Geld sich eine Gitarre gekauft. Ja. Und die sah man, das Mädchen mit Gitarre. Und dann wurde der Frau mitgeteilt, dass das Geld ihrer Tochter angerechnet wird und deshalb kriegt sie weniger Hartz IV, weil das wieder abgezogen werden muss, sodass man theoretisch eigentlich die Gitarre wieder verkaufen könnte. Das ist hochinteressant, wenn du sowas so einblendest. Du siehst ein Gesicht, du siehst das Mädchen mit der Gitarre. Und nun fragte er uns alle, ob wir das richtig finden. Logischerweise fand das keiner richtig. Alle sagten, naja, nein, das geht natürlich nicht, das müssen wir ändern, das geht natürlich nicht. Also ich quackelte genauso wie die anderen, wir hatten alle den gleichen Satz gesagt. So, und nun war ich am nächsten Tag, wirklich interessant, in meiner Fraktion und habe gesagt, ich möchte einen Antrag haben, dass das Entgelt von Jugendlichen, die in den Ferien arbeiten, nicht mehr abgezogen werden darf von Hartz IV. Und dann sagten die zu mir, wir wollen doch viel mehr. Nee, sag ich, interessiert mich nicht. Ich will nur diesen einen Punkt, weil alle gesagt haben, dass wir ja dagegen sind. Dann haben wir diesen einen Punkt als Antrag gestellt und da haben sie nicht aufgepasst. Das haben die durch die Ausschüsse geschickt, sodass vor der letzten Sitzung des Bundestages, vor der nächsten Bundestagswahl, sie erlaubt haben, dass wir das mit auf die Tagesordnung setzen zur Abstimmung, aber nicht mehr eine Debatte. Und das ist eine reine Wahlkampfveranstaltung. Da quatschen alle, was sie so quatschen wollen. Ich natürlich auch. Und dann habe ich eben erwähnt, dass wir ja nachher abstimmen. Und da wir uns ja in der Sendung alle einig waren, nehme ich ja an, dass Sie dem Antrag zustimmen. Damit und so. Natürlich haben Sie den Antrag abgelehnt. Und jetzt macht er etwas ungeheuer Wichtiges. Im Januar hatte er andere Vertreter von den Parteien und sendet und zeigte wieder, wie wir alle da standen und erzählt haben, dass wir das natürlich ändern. Das geht ja überhaupt nicht und so weiter. Dann zeigte er den Ausschnitt aus meiner Rede und sagte, naja gut, den Antrag haben Sie abgelegt, vielleicht auch, weil es ein PDS-Antrag war, aber Sie hätten den ja selber bringen können. Sie haben den aber nicht gebracht. Und ich sage Ihnen, im Juni wurde das Gesetz geändert. Da habe ich mitgekriegt, dass wenn das funktioniert, und wissen Sie, das habe ich bei ihm anerkannt, viele hätten das nicht wieder gebracht. Aber er hat es gebracht,
um uns alle zu stellen und zu sagen, habt ihr das nur erklärt, um zu lügen kurz vor der Wahl? Oder habt ihr das so gemeint? Das wollte ich Ihnen sagen. Das hat bei mir immer großen Respekt ausgelöst. Und im Juni, wirklich, war natürlich, bin dem Kauler derart auf die Nerven gegangen, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und im Juni haben Sie dann wirklich das Gesetz geändert. Dafür wollte ich Ihnen mal im Namen der anderen Danke sagen. Ist das nicht toll? Vielen Dank, Herr Giese. Ich habe ja im November meine letzte Sendung gemacht, meine Abschiedstournee da gemacht und bin in meinen Interviews gefragt worden, was haben Sie bewirkt und was haben Sie gemacht? Und ich weiß gar nicht, was ich da für einen Unsinn erzählt habe. Diese Geschichte, die wahr ist, ist mir nicht eingefallen. Und jetzt sage ich etwas, was alle immer sagen, aber was einfach wahr ist. Ich stehe da oben, aber ich stehe auf einer Pyramide. Diese Redaktion hat 15 Leute und das sind alles Maniacs. Und die haben sich daran erinnert. Die hatten wahrscheinlich auch die Idee und ich verkaufe das, ja, und versuche, das deren Arbeit so gut wie möglich zu verkaufen. Und danke, dass Sie mir das nochmal erzählt haben. Es war genau so. Und, war wirklich auch eine schöne Geschichte, danke, muss ich sagen. Nun haben Sie ja Abschied genommen von Hart aber fair. Erstens fiel es schwer, zweitens waren Sie zunächst erleichtert und fehlt Ihnen inzwischen schon was oder kann man davon gar nicht reden? Das ist jetzt sehr schön, das dürfen Sie als Moderator nie machen, 3 Fragen stellen, dann sucht sich nämlich das Gegenüber immer die einfachste raus. Ich werde alle 3 gewissen. Ich frage ja wieder nach. Richtig. Ja. Nein, ich habe da 1,5 Jahre dran gearbeitet ich habe gedacht, die Sendung heißt ja nicht Maischberger oder Blasberg seine Sendung oder Illner oder so. Das ist ja auch eine Chance. Und das ist jetzt eine technische Überlegung. Ich hätte jetzt noch bis Ende des Jahres, also ein ganzes Jahr weiter Vertrag gehabt und habe gesagt, nee, letztes Jahr soll jemand anders moderieren. Haben wir dann lange gesucht und den Louis Klamroth gefunden. Und ein selbstbestimmter Abgang, an dem alle noch traurig sind. Ich habe im Leben vieles zu spät gemacht. Ich habe zu spät beim WDR gekündigt. In privaten Dingen war ich auch immer zu spät dran. Habe es immer hochkochen lassen, immer unter Druck und so. Und ich habe mir vorgenommen, einmal im Leben kriegst du das hin. Und da bin ich total stolz drauf, dass ich das hinbekommen habe. Und hier im Publikum, den habe ich gerade gesehen, sitzt jemand, der wusste das schon vorher auch, weil ich es ihm schon gesagt hatte. Und wenn Sie mich fragen, was ich vermisse, nichts. Nichts. Was zu Krach mit meiner Frau führt. Meine Frau ist eigentlich Autorin, moderiert aber auch noch gerne. Was ich gestern Abend hatte ich Spargel gemacht. Und sie hat mir haarklein von einem Interview mit Lindner erzählt. Und ich bin in die Sauce Hollandaise gefallen vor Langeweile. Das hat sie mir übel gelassen. Das ist so witzig, weil meine Frau ist noch mehr Journalistin als ich. Ich finde es irgendwann auch mal gut. Ich habe mit 18 angefangen, das haben Sie ja biografisch mitgekriegt. Und ich fand es auserzählt. Und was ich noch mir bewahrt habe, ist meine Neugier. Mein Sohn hat mich gefragt, natürlich will keiner so einen alten Knacker als Vater haben. Und der hat gesagt, Papa, bist du jetzt Rentner? Und dann habe ich es mit Privatier versucht. Was für ein schlimmes... geht gar nicht. Was für ein schlimmes Wort. Und dann habe ich gedacht, ich bin jetzt Entdecker. Also ich entdecke jetzt und die Frage, was ich vermisse, ja, ich vermisse was und das ist der Prozess, nämlich das Team. Und dazu muss man was sagen, ich habe halt beim WDR gearbeitet, das war auch eine tolle Zeit, aber da saßen halt Redakteure und Mitarbeiter, die halt da waren oder aus irgendwelchen Gründen kamen oder nicht. Und meine Frau hat mir den Kopf mal gewaschen vor, ich glaube, 10 Jahren, da kam ich dann nach Hause und habe dann gesagt, ja, die Will hat uns schon wieder einen Gast geklaut und der Gysi hat abgesagt. Ich weiß gar nicht warum. Wir haben doch dafür gesorgt, dass das mit den Gitarren gut läuft und so. Und habe rumgejammert und die Illner und was weiß ich. Und dann hat meine Frau gesagt, weißt du, ich höre mir dein Gejammer gerne an. Nicht gerne, aber ich bin ja deine Ehefrau in guten wie in schlechten Zeiten und so. Aber wenn du nicht zu schätzen weißt, was du da für eine tolle Redaktion hast, wo nur Menschen arbeiten, weil sie gut sind. Egal ob Mann, Frau, quer, schwarz, halbschwarz, was auch immer. Sie müssen gut sein. Und die das als Team dich getragen haben. Wenn du das nicht zu schätzen weißt, dann bist du blöd. Und dann kann ich dir auch nicht helfen. Und das habe ich mir... Also man kann auch was lernen, auch natürlich auch von seiner Frau. Man kann sich, glaube ich, auch noch verändern. Ich glaube...
Warum lachen die jetzt schon wieder? Ja, weil die Formulierung falsch ist. Man muss von seiner Frau man lernen, muss nicht man kann. Verstehen Sie? Und das vermisse ich. Das vermisse ich wirklich. Nicht von meiner Frau zu lernen, sondern das Team. Ja. Das Team. Und ich halte keinen, also sehr selten telefoniere ich mal jemanden, sonst telefoniere ich immer nur mit meinem Partner in der Firma. Und es fällt mir oft schwer, weil ich diese großartige Mannschaft, die mich auch oft zur Sau gemacht hat, mich aber auch gelobt hat, und das habe ich immer auch sehr ernst genommen, das vermisse ich wirklich, diesen Prozess. Das vermisse ich, aber ich gehe montags schon mal gerne ins Kino und ich habe Krach mit meiner Frau, die findet das unverschämt, dass ich die Sendung nicht mehr gucke. Da habe ich gesagt, wenn ich die gucke, kann ich es auch gleich selbst machen, weil ich weiß genau, ja, es ist Arbeit. Ich weiß genau, was vorher passiert ist und da und hier und so. Und montags abends kann ich jetzt auch in die Montagsrunde von dem einzigen Verein gehen, in dem ich jetzt seit einem halben Jahr Mitglied bin. Und die haben montags immer so einen Stammtisch und das kannte ich bisher nicht, da gehe ich jetzt dann auch mal hin. Hm. Wie kam es zu dem Unternehmen mit Jürgen Schulte, Ansager und Schnipselmann? Braucht man denn, sagen wir, für so eine Sendung wie Hart aber fair als Moderator besser eine eigene Firma? Oder hat das wenig miteinander zu tun? Sind Sie so naiv oder fragen ja, Sie nur so naiv? Ich bin so naiv, weil ich dachte immer, man hat doch eine Redaktion vom Sender. Und ich stelle immer häufiger fest, dass man eine eigene Firma gründet. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen mehr Unabhängigkeit bedeutet, aber ja auch mehr Arbeit, mehr Verantwortung. Also ja, die Frage ging da. Ich dachte, Sie wollten jetzt den kapitalistischen Aspekt sehen. Nein, also richtig Geld verdienen tun Sie ja nur, wenn andere Leute für einen arbeiten. Ja. Ist ja ganz einfach. Ne? Also, Sie verkaufen was teurer, als Sie es herstellen. Richtig. Ich sage das, ein Lohnabhängiger sitzt da im Publikum, ein ehemaliger, deswegen traue ich mir das. Nein, natürlich, es war einfach so. Ich überlege jetzt, ob es einen vernünftigen Zeitpunkt gegeben hätte, wo Sie hätten erkennen können, dass Sie und die Linkspartei zu Ende gedacht sind. Für mich gab es einen Zeitpunkt, wo für mich und das System WDR, was ein sehr gutes ist, ich passte da nicht rein. Ich war nicht kompatibel dort. Ich war die Kuh, die quer im Stall stand. Und da müssen Sie entweder gehen oder Sie ändern sich oder beide werden unglücklich. Und ich habe dann den Notausgang gewählt, der allerdings schön verziert war. Ich habe gesagt, ich möchte die Sendung produzieren. Und ich habe eben gesagt, dass ich die Entscheidung immer zu spät getroffen habe und immer unter Druck. Ich habe mich entschlossen, beim WDR zu kündigen. Und so eine Position gibt man nicht auf, eigentlich nachts um 3:30 beim Grimme-Preis. Die Sendung hat den Grimme-Preis bekommen. Und weil es so knirschte in der Redaktion mit WDR und anderen, war das eine ganz furchtbare Stimmung. An einem so schönen Abend, also Grimme-Preis ist schon was, ne? Das können Sie schon mal den Enkelkindern erzählen, die ich nicht habe. Die Sie noch nicht haben. Ja, wenn meine Tochter beim Zug nach Köln sitzt und der Freund in Berlin wohnt, ist ja auch scheiße, ne? Gut, der war billig, aber ich habe dann gedacht, wenn so ein schöner Abend zu Bauchschmerzen führt auf vielen Seiten, dann habe ich nachts um 3:30 zu diesem Jürgen Schulte gesagt, ich werde morgen kündigen und wir machen eine Firma auf. Und ich habe dann am nächsten Tag, das dauerte dann noch ein bisschen, weil waren dann nicht amused. Das ist so ungefähr, wissen Sie, wenn Sie aus dem System heraus kündigen, aus dem System heraus, dann werden Sie nicht gemocht. Stellen Sie sich mal vor, Wagenknecht gründet eine eigene Partei aus dem System heraus. Können Sie sich vorstellen? Ja. Dann werden Sie nicht gemocht und wir wären auch beinahe pleite gegangen, wirklich. Also wenn Sie so eine Firma haben, wir wussten auch nichts. Unternehmer waren wir beide nicht. Wissen Sie, was ich gemacht habe? Es gibt in dieser Branche, ich bin mit niemandem wirklich befreundet. Also mit Markus Lanz ein bisschen kollegial, wir treffen uns dreimal im Jahr. Aber ansonsten ist es Champions League, die Luft ist dünn. Ja? Und da geht es um Ruhm und Geld, das ist eine toxische Mischung. Das ist wie die Politik ein bisschen, Amt und Geltung. Und dann standen wir da und haben gesagt, ja scheiße, also wie kann, wer ist das hier? Sind Sie Lehrerin? Entschuldigen Sie bitte, nein, aber Sie sind ein wertvoller Mensch und es gibt in der deutschen Sprache so viele Autoren.
Nein, sie hat doch recht. Nein, sie hat doch recht. Dieses schlechte Wort habe ich jetzt zweimal benutzt. Ich weiß nicht, über wen sind Sie gerade hergefallen? Ich habe das Wort Scheiße. Nein, ich habe diese. Also wir haben die im Grundgesetz garantierte Meinungsfreiheit. Er darf sich äußern, wie er möchte. Und wir dürfen so viel Kritik ihm, wie wir wollen. Genau. Sie bitte nachher, ich gleich. Ja. So. Das kennen Sie auch aus der Politik über Parteigrenzen hinweg. Da gibt es Leute, denen trauen Sie zu, dass Sie eine Antwort bekommen. Jetzt standen wir da und wussten nicht, wie teuer man sowas verkaufen kann, wie man sowas kalkuliert. Und dann haben wir Johannes Kerner angerufen. Ja. Da war ich mal Gast, den mochte ich. Und der stand, das Leben ist voller Klischees, am Strand auf Sylt und sagte, weiß ich auch nicht, aber ich rufe mal meinen Herstellungsleiter an. Das ist sozusagen in der Produktionsfirma der Manager. Und dann hat er uns als Newcomer gesagt, was kostet und was man kriegen kann. So, und das war für uns die Guidance. Das fand ich total, das werde ich dem nie vergessen. Also eine Solidarität, ohne dass man sich gut kannte. Und dann war es so, so eine Sendung ist total billig für den Sender. Das ist auch der Grund, warum Sender das gerne machen. Weil wenn ein solcher Vertrag ausläuft, dann werden 15 Leute arbeitslos. Das ist aber mein Problem. Und nicht das Problem des Senders. Da sind dann keine Altersversorgung fällig, deswegen ist es wirklich billiger. Das heißt, Sie haben die Leute vom Sender auch übernommen? Wir haben auch teilweise Leute vom Sender übernommen, aber nicht alle. Ist ja für die auch ein Risiko. Ja, ja. Und die sind seit 15 Jahren dabei und wir haben wenig Fluktuation. Was ich nur erzählen wollte, ist, dass wir nach 3 Sendungen pleite waren. Weil die, ja, tatsächlich, sie produzieren, sie zahlen Löhne, sie zahlen Lizenzen, alles Mögliche und der Sender zahlt nicht. Ob das jetzt ganz normaler Bürokratiewahnsinn war oder Absicht, weiß ich nicht. Und da hat uns Harald Schmidt gerettet. Ich war Gast bei Harald Schmidt, was für mich damals unglaublich war. Ich Gast bei Harald Schmidt. Und damals, der ist ja durch alle Sender durchgelaufen, so Sat.1. Und damals produzierte er seine Schmidt-Show für den WDR, für die ARD und sitze da bei Schmidt. Ein WDR-Redakteur verantwortet die Sendung, die wird so 3 Stunden vorher aufgezeichnet. Und Schmidt sagt, super Unternehmer, Sie wissen ja, wie es geht. Und ich sage, nee, Herr Schmidt, ich weiß nicht, wie es geht, wir sind ja pleite. Wieso? Und dann habe ich ihm das erzählt, dass der Sender nicht bezahlt und dass unsere geschätzte Bank schon angerufen hat und gefragt hat, was denn jetzt los ist. Und wir zu Hause nur noch Hühnersuppe kriegen und so. Und dann waren wir alle sehr gespannt, ob der WDR-Redakteur das schneiden lässt oder nicht. Es ist gelaufen. Und 3 Tage später hatten wir das Geld. So. Das war schlau. Ja. Da haben Sie ein Medium auch benutzt, um keine komplizierten Rechtswege zu gehen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, ich bin nicht so taktisch, sondern ich habe die Wahrheit erzählt und manchmal hilft es. Ja, das ist ja auch meine Methode. Aber in Ihrer Redaktion. Ja, wissen Sie was? Deshalb muss ich nicht so lange überlegen, wenn ich antworte. Alle müssen überlegen, was hat der Vorstand dazu gesagt, wie weit darf ich habe mich ja vorbereitet. Ich habe einen Artikel über Sie gelesen aus dem Tagesspiegel und da stand drin, das ist meine Vorbereitung, dass Sie lange reden, weil Sie während des Redens überlegen, manchmal. Das fällt nur nicht so auf. Ja, früher konnte ich das. Heute kann ich immer nur noch eins, denken oder reden. Aber was mich auch interessiert bei der Sendung, Hart aber fair, diese Einspielfilme, wer hat eigentlich immer die Idee, welche Themen man nimmt? Das ist ja nicht nur so, das, was gerade aktuell ist, es kommen ja auch andere Themen. Entsteht das in der Redaktion? Spricht man das ab? Gibt es dann Streit? Wird das mehrheitlich entschieden? Ich denke mir, habe mir das alles ausgedacht und habe montags einen Fax geschickt. Nein. Ja. Das ist eine 15-köpfige Redaktion und das, ich will jetzt nicht langweilen, aber am Anfang steht immer ein Themenpapier. Das müssen Sie sich so als mittlere Seminararbeit vorstellen. Das ist erstmal ein Steinbruch zu diesem Thema. Man überlegt, was könnte nächste Woche aktuell sein. Und die Sendung ist manchmal 3 Wochen geplant, manchmal 1,5 Stunden. Als Putin den Krieg erklärt hat, habe ich 7:30, das können Sie dann nur als Moderator entscheiden, hier kommt jetzt eine Heldengeschichte im Angesicht des Krieges, habe ich 7:30 gesagt, wir können nicht mit dieser Sendung auf Sendung gehen. 7:30, um 9 Uhr ist die Sendung. Und wir konnten einen Gast behalten, die anderen haben wir wirklich nach Hause geschickt. Das ist auch so eine Lehre, dass man nicht zweigleisig fahren kann im Kopf. Mhm. Sie müssen amputieren, um dann neu aufzubauen.
Und wir haben das wirklich geschafft. Das waren 1,5 Stunden. Manchmal sind es auch 5 Wochen. Dann gibt es dieses Themenpapier und das wird dann vorgestellt. Und danach überlegt man sich, was sich für einen Filmeinspieler eignen müsste. In dem Themenpapier sollte alles richtig sein, muss aber nicht faktengeprüft sein. Sollte erstmal, habe ich in der Zeitung gelesen. Oder wie ein Kollege immer sagt, habe ich im ZDF gelesen. Ja? Wenn man nicht weiß, wo es herkommt. So, und dann überlegt man sich, welche Filme könnten es sein, welche könnten die Sendung strukturieren. Gleichzeitig werden aber auch Gäste angefragt, manchmal muss man das ein bisschen anpassen. Und dann wird das gemacht, was Journalismus eigentlich kompetent bedeutet, nämlich kürzen. Sie müssen einen Sachverhalt so kürzen können, dass er richtig bleibt und dass er sich als These in der Sendung die Diskussion weiterführend eignet. Wir können keine Filme machen, keine Matzen, keine geschlossenen Filme, sondern es muss die Diskussion weiterbringen. Gleichzeitig sucht man nach emotionalen Fällen, wie Sie sie geschildert haben, mit der Hartz-IV-Tochter, die in den Ferien Geld verdient. Und das läuft dann parallel und das wird dann zusammengefügt und im besten Falle sonntags ist dann der Hauptarbeitstag. Das ist auch übrigens schön, jetzt sonntags konkurrent zu sein mit dem Rest des Lebens. Ich muss sonntags nicht mehr arbeiten. Ist das schön? Das stimmt. Das ist keine Arbeit hier, Herr Gysi. Immer wieder hört man und liest man ja von den Einschaltquoten. Wie wichtig sind die denn wirklich? Also mal angenommen, Sie haben einen bestimmten Stand. Okay, der geht nach oben, das ist immer ein großer Erfolg. Plötzlich geht er nach unten. Wann wird so eine Redaktion unruhig? Früh. Früh. Ich finde da auch überhaupt nichts Schlimmes dran. Also, Entschuldigung, stellen Sie sich bitte vor, wir beide führen ein total spannendes Gespräch und da sitzen 8 Leute. Dann sagen wir beide, wir haben alle erreicht, die wir kennen, weil Sie haben 7 Freunde, ich einen, alle 8 waren da. Das ist so, wir haben alle erreicht. Das ist doch nicht schade. Ich halte die Einschaltquoten auch nicht für unwichtig. Nein. Bloß was mich interessiert, man muss doch auch Sendungen machen, zum Beispiel bestimmte Dokumentarfilme, wo man weiß, das Publikum ist begrenzter. Es ist aber trotzdem wichtig, dass man macht. Was ich aber verstehe, ist der Vergleich, ob es hoch oder runter geht. Das genau. Ist, ja. Sie können Minutenschritte sehen. Also am nächsten Tag wissen Sie, von Minute 21:01, um auf Vater bei Pferd zu gehen, 21:02, wenn Leute dazukommen, ist es ja nicht so, dass zu Hause jemand sitzt und sagt, boah, ich guck mal, was bei Hard Over Fair läuft, sondern die kommen woanders her, die langweilen sich woanders oder schalten später ein, es gibt Umschaltzeitpunkte. Und als Chef der Aktuellen Stunde konnte ich genau vorhersagen, also wenn Sie so einen Werkstattblick wollen, wir hatten ein Problem, die Aktuelle Stunde fing 6:45 an. Nowotny war damals Intendant, ich wurde Redaktionsleiter und habe gesagt, die Aktuelle Stunde fängt jetzt 6:50 an. Hatte Nowotny gesagt, sind Sie verrückt? Ich sage, nein, nur taktisch klug. Ja, wieso? 6:50 ist doch keine Anfangszeit. Ich sage, doch, ZDF ist um 18:52, heute sind das die Krimis, damals war es irgendwas anders, ist dann zu Ende, da kommt Werbung und dann gehen die Leute auf Wanderschaft und dann sollten wir da sein. Das alleine hat schon mal 3% gebracht. Ja. Und dann ist 19 Uhr eine kippelige Zeit, weil da wartet ja im ZDF die Heute-Sendung. Also musst du eine Geschichte, eine Heldenreise am besten konstruieren, die um 18:57 Uhr beginnt und so spannend ist, dass sie um 19:03 Uhr endet und die Menschen vergessen haben, Petra Gerster zu gucken. So einfach. Sagen Sie mal, was mich interessiert, wahrscheinlich gibt es sowas nicht. Dass sich einmal im Jahr Markus Lanz, Maybrit Illner, Anne Will, früher Sabine Christiansen, Günter Jauch, Sandra Maischberger und Sie treffen und man einfach bei lustiger Runde sich austauscht. Das ist nicht denkbar, ne? Jetzt habe ich Bilder im Kopf und kann nicht schlafen. Gut. Nein, das ist nicht denkbar und am härtesten sind die Frauen in der Runde. Mit Jauch habe ich ja 15 Jahre lang das Jahresquiz gemacht, immer am Ende des Jahres, übrigens die erfolgreichste oder eine der erfolgreichsten Unterhaltungssendungen, das fand ich immer sehr lustig. Und mit dem habe ich mich schon natürlich per Sie ausgetauscht und mit Markus ansonsten null Kontakt. Möchte ich auch nicht. Und ich habe auch Angst vor den Frauen. Die sind. Jetzt erzählen Sie uns doch mal etwas über Ihre Mitwirkung an anderen Sendungen. Also zum Beispiel die Quizshow der klügsten Kinder im Norden.
Das war ist ja, ja der NDR hat gesagt, Mensch, der kann ja was, dann komm doch mal und mach da was. Und dann bin ich nach Hamburg und habe die klügsten Kinder im Norden gemacht. Das war eine sehr schöne Idee, nicht von mir, dass Väter und Söhne, Mütter und Söhne, also immer ein Paar antritt. Und jetzt müsste ich mich ja echt mal erinnern, ob die gegeneinander, ich weiß das schon nicht mehr, Fernsehen ist so schnelllebig, ja. Aber so kam ich zu Quizshows und dann kam der NDR und sagte, mach doch mal, hast du nicht Lust, lass uns mal was ausprobieren. 2008 war das. Das Jahresquiz zu machen. Und ich habe gedacht, ich bin ja kein Showmaster, ja. Und dann mit Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Rampensau per se, ja. Ich bin morgen bei ihrem Podcast mit den Waffeln einer Frau und dann kann ich vergleichen Gysi oder Schöneberger, ja. Bitte nicht solche Andeutungen, das ist heute nicht mehr. Was haben Sie denn für Ideen? Ich Übrigens, die besten Andeutungen macht Barbara Schöneberger, bevor Sie überhaupt nur einen schrägen Gedanken haben, hat sie ihn schon ausgesprochen. Und ich habe dann gedacht, das kannst du nicht und so. Ich glaube, ich konnte das auch nicht, aber der Sender hat gesagt, ach, das war erfolgreich. Also Quote kann auch mal über einen Novizen hinweg retten. Und daraus sind dann auch 15 Jahre geworden. Und als die mich verabschiedet haben im Dezember, musste ich echt heulen, weil die haben für mich gesungen. Und dann kam noch Bonnie Tyler aus der Tochter gesprungen und hat Ilse Hardegg gesungen. Es gab ein Feuerwerk, Danke Frank. Was sollte da noch kommen? Ja, das stimmt. Jahresrückblick-Quiz, ist das das, was Sie mit Jauch gemacht? Ja, genau. Ja. Ja, das ist das mit Jauch gewesen, ja. Und wie ist so ein Quiz? Da machen doch die Leute gerne mit. Was reizt überhaupt ein Quiz? Ist es die Hoffnung, dass der eine sich blamiert? Oder ist es der Test, was weiß man selbst? Da müssen Sie mich jetzt als Kandidat fragen. Da kann ich familienintern berichten. Ich habe ein bisschen Pech mit meiner Familie, weil da wohnt der Ehrgeiz. Meine Frau ist so furchtbar ehrgeizig im Sport, in allem. Und ich möchte auch immer gewinnen. Mein Sohn ist auch, er spielt Tennis und ich kann halt nicht so Tennis spielen, der Rücken und so. Und jetzt waren wir, es gibt eine Sendung, läuft nächsten Samstag, glaube ich, wieder, der Quiz-Champion. Da sitzen 5 angeblich schlaue Typen und sind die Weisen. Ich bin da immer für Zeitgeschehen und da sitzt sonst der Wickert und die sitzen da und dann treten Kandidaten an und die gewinnen, wenn sie alle 5 Experten in ihrer Art geschlagen haben. So, jetzt macht er aber auch fieserweise ein Promi-Special. Und da war meine Frau da als prominenter Gast. Und sie hat von den 5 Duellen bei den Promis, die haben es leichter, die müssen nicht alle gewinnen, sondern da gewinnt der die Sendung, der die meisten Duelle gewonnen hat. Und meine Frau wurde Quiz-Champion und ließ sich groß feiern von Kerner mit 3 gewonnenen Duellen. War natürlich klar, 2 Wochen später hatte ich die Einladung als Promi-Gast. Und Kerner immer, ja, deine Frau hat ja 3. Was soll ich Ihnen sagen? Ich habe 4 Duelle gewonnen. Das war mir am wichtigsten. Ich gehe da gerne hin. Ja, wenn Sie einen gewonnen hätten, hätte ich Ihnen Familienanwalt empfohlen. Aber so. Ich sage, bei meiner Frau würden Sie. Kennen Sie das? Ich weiß nicht. Sind Sie verheiratet? Ich weiß gar nicht. Ich war schon 2-mal verheiratet. Ich verstehe was von Ihnen, aber zurzeit nicht. Es ist nie zu spät für eine Beziehung. Ja, ich bin auch geschieden und ich finde ja, die Ein-Ehe sind ja immer noch die Champions League. Ne? Also habe ich auch nicht geschafft. Und also versuche ich da mitzuhalten. Und bei mir war es mir wichtig, erstens 4 Duelle zu haben und zweitens, da wo ich immer saß, saß Uli Wickert und den wollte ich unbedingt schlagen. Ja, das verstehe ich. Hab ich geschafft. Quiz der Deutschen. Haben wir produziert, gab es wirklich eine irre Situation. Also Quiz der Deutschen war tatsächlich, es ging um deutsche Geschichte, habe ich moderiert. Und da war Gottschalk, Jauch und anders. Ich glaube, wir haben 3 oder 4 davon produziert. Und da gab es eine Situation, da habe ich wirklich gedacht, wer führt hier Regie? Also das kann ja nicht sein. Das war, ich nehme mal an, 2012, 13, 14, irgend sowas. Und es ging um die Benzinkrise 1973, da gab es ja schon mal gesperrte Autobahnen und. Ja. Und dann hat man mit Archivstücken gearbeitet und dann kommt ein Archivstück von der damaligen Regionalsendung Hier und Heute, gedreht an der Autobahntankstelle Remscheid West. Das kam mir schon so bekannt vor. Und dann sah man einen Jungen mit Fukuhila-Frisur und dem Versuch eines Schnäuzers in grüner BP-Uniform,
der ein Auto betankte. Und ich bei der redaktionellen Vorbereitung habe ich gesagt, kannst du mal zurückfahren? Wir waren zurück. Ich sagte, das bin ich. Wer ist das? Ich war's. Ich war's selbst. Nein. War's für ein Zufall. Ich war's wirklich selbst. Ich hatte das vergessen. Dann fiel's mir wieder ein, dass sie da gedreht hatten. Und dann haben wir wirklich so forensische Abgleiche gemacht. Ich sah echt scheiße aus. Ich sah sehr bescheiden aus. Ich sah sehr bescheiden aus. Und dann haben wir das in der Sendung auch gespielt, haben es angehalten. Kennt ihr jemanden? Ich glaube, der Jauch hat das erkannt. Aber da habe ich wirklich gedacht, wie spooky ist das denn, ja? 40 Jahre später. Ich kann Ihnen aber noch sagen, was es damals gab. 2,75 Mark gab es. Als Schüler durfte man da noch arbeiten mit 16. Ich habe Frühschicht, Spätschicht gemacht. Und dann kam immer Volltanken. Und dann konnten sie sich auch schulen. Dann haben sie gedacht, okay, der sagt Volltanken. Ist das jetzt ein 50-Pfennig Trinkgeldgeber oder ein Mark Trinkgeldgeber? Entsprechend haben sie vollgetankt auf 19 Mark oder 19 Mark 50. Und wenn sie da richtig gut waren, konnten sie pro Schicht sicher noch mal 10 Mark Trinkgeld extra machen. Ich hätte Ihnen geraten, auf 18,50 zu gehen, um mal 1 zu 1,50 zu bewegen. Das ist keine Chance. Diese Umverteilungspartei. Ja. Ja. Das hört nicht mal an der Tankstelle auf. Ja. Die Talkshow Plasberg. Persönlich? Ja. Was ist damit? Waren Sie mal da? Nein. Habe ich gerne gemacht, war die Möglichkeit, sowas wie hier zu machen, ohne das strenge Format von Hard Aber Fair, weil das ist schon auch ein strenges Format, war im dritten und war eine Episode, die aber auch dazu beigetragen hat, ich habe jetzt alles so mit Medien gemacht und finde es jetzt spannend. Wissen Sie, was Sie als Entdecker als erstes gemacht haben? Ich will doch nur zeigen, wie vielseitig Sie sind. Verstehen ja, Sie? Aber interessiert mich jetzt gar nicht mehr. Soll ich Ihnen sagen, was mich interessiert? Ich habe ja meinem Sohn gesagt, ich bin jetzt Entdecker, ne? Ja. Und ich habe einen Freund, der ist 2 Jahre jünger, war auch Hierarch bei einem öffentlich-rechtlichen Sender, Christian heißt der, und der ist schon früher raus. Und dann bei dem bin ich immer einmal im Monat, seine Frau arbeitet noch, der wohnt allein zu Hause quasi, und dann gehen wir immer dahin. Also ich gehe zu ihm, er kocht, super. Und dann haben wir so gesagt, was machen wir denn jetzt mal als Entdecker? Und dann hat er vorgeschlagen, das fand ich super, dass wir mal Begriffe, die wir als Journalisten immer so selbstverständlich in den Mund nehmen, dass wir die mal nachrecherchieren. Und einmal im Jahr lädt ja dieser bekloppte Höcke zum Küffhäuser-Treffen, ja? Was ist eigentlich Küffhäuser? Ja, wenn Sie aus Ostdeutschland kommen, kennen Sie Küffhäuser. Für uns war das so eine Mischung aus, was ist das, ein Berg, eine Höhle, eine bekloppte Höcke-Ansammlung oder was auch immer. Was soll ich Ihnen sagen? 5 Tage waren wir in Mühlhausen als Basis, haben den Küffhäuser erwandert, haben dieses gruselige Denkmal gesehen, haben auch verstanden, warum das tatsächlich der ideale Ort ist aus der Perspektive von Herrn Höcke, waren in Gotha, haben uns in Mühlhausen geschämt. Ich kannte diese Stadt nicht, ich bin evangelisch und Mühlhausen muss man kennen. Luther, Bauernkriege, da ist viel passiert. Und es war wirklich beeindruckend. Und wenn Sie das ohne Zeitdruck und ohne, dass da ein Produkt dabei rauskommen muss. Wir waren da, weil wir von diesem Küffhäuser-Treffen mal rückwärts recherchieren wollen. Das war toll. Wissen Sie, da gibt es ganz vieles. Zum Beispiel habe ich mich eine Weile mal beschäftigt mit Worten, die in Einzahl etwas völlig anderes bedeuten als in Mehrzahl. Beispiel? Ja, kann ich Ihnen sagen. Da saß ich auf dem heißen Stuhl, hatte Komitees für Gerechtigkeit für den Osten vorgeschlagen und 4 sollten mich beschimpfen, was sie auch machten. Und der Moderator sollte moderieren, der entschied sich dann auch, mich zu beschimpfen. Das war bei RTL. Verlierst du auch 6 Wochen deines Lebens durch die Adrenalinschlüsse, also immer hin und her. Und da war dabei ein Staatssekretär aus dem Bundesfinanzministerium, Mitglied der CSU. Normalerweise geht es mir wie Ihnen, dass mir hinterher einfällt, was ich hätte Geniales sagen können, aber nicht in der Sekunde. Aber der sagte immer, Herr Gysi, wirklich, was Sie hier reden, Sie haben ja keine Ahnung, Sie haben wirklich keine Ahnung. Da hat gesagt, Herr Staatssekretär, das stimmt schon, Sie haben mehr Ahnungen, aber hier geht es ja um Kenntnisse. Und das ist so selten, dass in Einzahl Ahnung oder im Singular was völlig anders bedeutet als Ahnungen. Da war ich ein bisschen stolz, dass mir das eingefallen ist, ehrlich gesagt. Gerade sonst. Der war auch 2 Minuten ausgenockt, aber dann kam man wieder. Ja. Weil Sie sonst ja gar nicht schlagfertig sind, war das die Ausnahme. Ja, ist schon. Klein gegen groß, das heißt Kinder gegen Erwachsene. Das finde ich eigentlich eine schöne Idee. Und stimmt es, dass Sie beim Modelleisenbahn
Bau das Duell gegen einen blinden Knaben verloren haben? Und wenn ja, ganz leise dürfen Sie sagen, absichtlich? Nein. Also, entschuldige, ich komme aus einer Familie, wo man nicht absichtlich verliert. Ich hätte mich gerne rausgetraut. Der war nicht blind, glaube ich. Nein, der war nicht blind. Und das finde ich mal interessant, wenn man immer so sagt, ja, Systemmedien, Fake-Medien, und da wird ja alles so gefuscht. Natürlich sage ich jetzt mal, da wo Recherche und Öffentlich-Rechtliches draufsteht, wird nicht gefuscht, außer dass überall mal Fehler passieren. Aber in einer Unterhaltungssendung, Klein gegen Groß, Kai Pflaume moderiert das, da ging es um eine Wette, dass ich aus, ich weiß nicht mehr, zum Beispiel 30 Loks durch Tasten 5 erkenne. Und die Wette wurde vorgeschlagen von einem 11-Jährigen oder 12-Jährigen, der natürlich da alle Zeit der Welt hatte. Ja? Und ist bekannt, dass ich Eisenbahnfan bin, auch nach allen Abenteuern mit der Deutschen Bahn heute. Sind Sie fähig, einen kleinen Einschub? Wir kommen zu Klein gegen Groß. Kennen Sie die Geschichte? Sie haben eben erzählt, wie Hart aber fair zusammen mit der Linkspartei da was verändert hat. Kennen Sie die Wirkung eines ehemaligen Politikers auf den Bahnverkehr? Nee, im Augenblick. Kennen Sie die Pofalla-Wende? Ja, klar, kenne ich. Ja, kennen Sie auch die Pofalla-Wende? Ja, natürlich, der ist zur Bahn gegangen. Ja. Ja, der war ja bei der Bahn, also ja. Wer kennt sie nicht? Wollen Sie hören? Ja. Ja, Pofalla hatte die Idee als Vorstand bei der Bahn, ICEs, heute wäre mir das passiert, die mehr als 60 Minuten Verspätung haben, nicht bis zum Endpunkt fahren zu lassen. Also sie haben bis Bonn gebucht, der Zug hat eine Stunde Verspätung in Wuppertal. Vielen Dank, aus betrieblichen Gründen fahren wir weiter, nicht weiter, weil auf der Rückfahrt ist er dann wieder pünktlich. Ich finde das eine super Idee, war die Pofalla-Wende. Kommen wir zurück zu Klein gegen Groß. Das nehmen die todernst. Sie kriegen eine Kiste mit 30 Loks nach Hause, die sie zum Teil bei Modelleisenbahnclubs, weil das auch seltene Loks waren, zusammengesammelt haben. Einzeln in Holzkisten verpackt, dass sie auch nicht kaputt gehen. Und dann haben sie 4 Wochen Zeit, da zu üben. Und dann sitzen sie zu Hause und fragen sich auch, warum haben sie nichts Ordentliches gelernt, weil sie da sitzen, tasten, und ihre Frau sagt dann, V200, nicht V100. V200, kann man ja sehen an der Schnauze. Und ich habe das schon ernst genommen, er hat gewonnen. Nur mit einer Lok Vorsprung. Ja. Das ist übrigens auch wahr. Mein Lieblingssprung war immer der absolute Weltrekordsprung von Bob Beamon auf Mexiko, wo er 8,90 Meter sprang, und Platz 2 ging an einen DDR-Sportler, der war bei 8,12. Also das war so ein Unterschied, als ob es gar nichts miteinander zu tun hatte. Ja, aber Nummer 2. Und der sprang los, hatte genau da gerade noch den zulässigen Rückenwind und bewegte seine Füße und landete nicht mehr. Wissen Sie, wie lang 8,90 Meter sind? Also wie man das springen kann, ist mir wirklich völlig schleierhaft. Aber er hat es geschafft. Hat übrigens 30 Jahre gehalten, der Weltrekord. Dann ist doch der erste über 8,91 gesprungen. Es war nicht alles schlecht in der DDR. Nein, das war in Mexiko. Das haben Sie jetzt verwechselt. Und dann haben Sie noch ein Quiz mit Ihrer Frau, das Paarduell. Bitte, wie gestaltet sich das? Also wir waren irgendwo als Gast und irgendwo in der Quizshow, ich weiß nicht mehr wo, und dann hat jemand vom NDR gesagt, wir haben es dann für den WDR gemacht, mach doch deine Fernsehsendung draus. Das können Sie aber schlecht verkaufen, weil jeder Hierarch im Sender diese Idee, mit der Ehefrau öffentlich aufzutreten, so abstrus findet, dass er sagt, das wird doch nie funktionieren. Das haben wir gemacht, mit Pilawa hat es moderiert, ich glaube 80 Folgen lang. Dann war es, glaube ich, auch auserzählt, und das Tolle war wirklich, da gab es auch Kollegen, die gesagt haben, also ich bin mit meiner Frau, der Ehrgeizigen, auf der einen Seite, meine Rolle war die des leicht Doofen, weil sie war die Schlaue, ich war. Und dann waren auf der anderen Seite auch prominente oder nicht prominente Paare, manchmal Überraschungsgäste, Normalos und Promis und so. Und wir haben dann, wie Sie heute auch, Doppelschicht, manchmal 3 Sendungen aufgezeichnet. Und dann haben die Leute mal gesagt, ja, ihr kabbelt euch da. Und wir haben uns ja ernsthaft da unterhalten oder auch lustig. Und wir saßen in dem Auto nach Hause und wir haben nicht ein einziges Mal gesagt, wie konntest du, warum hast du das gesagt, sondern nur, waren wir gut. Und zwar in 2 Währungen. Meine Frau wollte wissen, haben wir von den 3 Duellen 3 gewonnen? Und ich habe immer gefragt, waren wir lustig? So. Das haben wir gemacht und hat auch zum Erbe unserer verschiedenen Kinder beigetragen und war eine Episode.
heute wäre ich, bin ich ja viel weiser, auch weil ich ja jetzt öfter zu Hause bin. Ich habe einen therapeutischen, wie soll ich sagen, ein Vorbild. Ich habe ein Ehepaar, sind alte Freunde, Mitte 70 in Wien, keine Kinder. Die sind also nur ihretwegen zusammen seit 50 Jahren. Und sie ist die Deutsche in Wien, ist aber eigentlich die viel österreichischere. Die würde man sofort als Erika Pluhas Schwester sehen oder so. Und sie erzählt manchmal hanebüchenen Unsinn. Also einfach so, behauptet irgendwas. Beide sind Ärzte und sagt so. So. Dann sagt er nicht, das ist falsch, sondern er sagt nur, okay, Miezi. Und wenn Anne von mir den Satz hört, okay, Miezi. Alles klar. Wie kam es zu Ihrer Gastrolle im Film Schutzengel neben Till Schweiger? Das habe ich vergessen. Echt, warte. Wollen wir nicht lieber über Hitler reden? Nee, Schutzengel hieß der Film. Ja, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich mir den mal angucken wollte. Und ich war hier am Potsdam, ich war in Berlin, war am Potsdamer Platz in dem großen Kino und wir waren zu dritt. Zu Recht. Ich weiß nicht mehr, was ich da gemacht habe. Gut. Aber ich habe mich immer selbst gespielt. Das hat auch in der Familie eine große Tradition. Meine Frau hat sich mal selbst gespielt in der Verbotenen Liebe. Und man hat nie mehr was von ihrer Schauspielkarriere gehört. Während ich eben mit dem großen Masucci erst wieder da war, dieser berühmte Roman, also die Fiktion, dass Hitler plötzlich wieder in Berlin rumläuft. Und das war ja ein weltweit übersetzter Bestseller und der wurde verfilmt. Und Masucci spielte Hitler so überzeugend und wir haben einen ganzen Tag gedreht im Studio bei uns. Also er war zu Gast bei mir in der Sendung. Und das war so irre, weil der aus der Rolle gar nicht mehr rauskam. Und in dem Film war auch der Impro-Teil, der ging auch in vollem Ornat raus und sprach Leute an. Und dieser Impro-Teil war noch stärker als das Drehbuch. Ja, das glaube ich, ja. Das war wirklich irre. Und wenn Sie da den ganzen Tag mit dem bringen und der brüllt Sie einfach ansatzlos an, ich mache einen Patzerparkplatz aus Ihrer Sendung. Das war schon toll. Sagen Sie mal, aber es gibt keine Sendung, die Sie jetzt noch machen, oder sagen Sie? Nein. Ich habe nichts Serielles mehr. Nee. Und Ihre Firma, arbeitet die noch, produziert die noch hart? Couponschneider, ich bin Couponschneider. Also die Firma macht weiter. Der Augen auch bei der Partnerwahl, mein Partner ist 10 Jahre jünger, der ist der Managing Director und einmal im Jahr stellt er mir einen Geldsack vor die Tür und fertig. Und Ihr Nachfolger, da stand ja so viel Kritisches, aber ich finde das immer schwer für eine Nachfolgerin oder Nachfolger. Wenn man vergleicht immer mit dem Vorgänger, meistens kommt er eben nicht gut bei weg. Glauben Sie, dass er das noch hinkriegt? Der ist dabei, das hinzukriegen. Man muss sich das mal vorstellen, der ist genau halb so alt wie ich. Und wir haben entscheidend dafür, also das macht man mit dem Sender zusammen, das ist ja nicht unsere Sendung, das ist eine Sendung in der ARD. Und erstens haben wir gesagt, sollte es wieder ein Mann sein, weil es gibt so wenig Männer, ne, außer Lanz, alles Frauen. Ist ja auch schön, dass man eine Männerquote gibt. Und waren Sie mal zu Gast bei ihm? Notieren Sie bitte, dass ich Widerspruch angemeldet habe. Ja. Oder das heißt, für den Untersuchungsausschuss. Bei ihm war ich noch nicht. Nein. Ehrlich gesagt, ich gehe auch gar nicht mehr gerne in Talkshows. Hängt auch mit meinem Alter zusammen. Ja. Ich verbringe lieber dann den Abend mit Ihnen und ein Glas Wein, ehrlich gesagt. Super. Ja. Aber ich muss noch, ab und zu. Ja. Um auf Louis Klammer zurückzukommen, ich finde das wirklich beachtlich, weil natürlich ist das so, wenn Sie was 21 Jahre machen und irgendjemand hat mal gesagt, du kannst auch einen dressierten Affen ins Fernsehen setzen, die Leute gewöhnen sich dran. Ja, es ist vielleicht auch was dran, dass er den Mut hatte, das überhaupt zu machen. Das fand ich schon mal groß. Und er macht es anders. Er soll aber weiterhin eine Diskussionssendung machen, weil das fehlt eben auch und keine Berliner Runde, sondern. Und ich gucke das ab und zu, nicht wirklich, tatsächlich nicht immer, was mir meine Frau vorwirft. Die guckt immer montags und dann sage ich, wie war's? Und dann erzählt sie mir das. Das ist übrigens auch gut, wenn man so jemanden hat, einen Referenten, der für einen guckt. Ich gucke auch nicht mehr. Nein, ich gucke auch bestimmte politische Sendungen nicht mehr. Ich kann das sehr gut verstehen. Ja. Ja, wirklich. Das bin ja jetzt Entdecker. Ne? Ja. Sagen Sie mal, was reizt Leute an diesen politischen Talkshows? Also ich glaube ja nicht, dass sie sich die anhören und denken, ich lerne dazu oder sowas. Das glaube ich nicht. Sondern was reizt sie? Die Auseinandersetzung, der Streit oder um zu erfahren, wie wer eigentlich darüber denkt? Oder? Also sie werden mir jetzt nichts Zynisches, Nachtretendes über Talkshows entlocken. Ich finde, ich gehe jetzt mal von mir aus, das war überhaupt immer
mein Erfolgsrezept auch als Programmmanager. Ich habe mich nie für besonders schlau gehalten. Also jetzt ohne Scheiß, meine Frau ist sicher sehr, sehr viel schlauer, IQ-mäßig und so. Aber ich habe meine Mitte immer gehabt und habe keine Brandmauer gehabt. Das haben viele Redakteure, die hier bis hier ganz normal funktionieren. Dann betreten sie den Sender oder das Verlagsgebäude und werden plötzlich wichtig. Also dann so, wir müssen die wichtigen Themen und so. Ich habe Bauchgefühl, klingt so nach Populismus, ist es aber nicht nur. Ich habe auch mich immer als Durchschnitt gesehen. Was mich interessiert, muss eben auch andere interessieren. Und wenn ich mich jetzt mal als Rezipient meiner eigenen Talkshow, das geht nämlich, wenn Sie es lange genug machen, können Sie sich selbst dabei zugucken, dann hat mir immer an solchen Sendungen gefallen, dass ich schlauer rausgegangen bin. Teilweise hast du ein Vorurteil über jemanden, ja, der ist ja so oder so, oder du wusstest was nicht, oder du wirst belehrt, um dann hinterher recht zu bekommen. Und das waren immer spannende Momente. Ich bin nie so in eine Sendung reingegangen, wie ich rausgekommen bin. Und das fand ich immer sehr spannend, dafür auch noch Geld zu verdienen. Damit auch noch Geld zu verdienen, war noch was Schönes. Ich finde, es gibt oft magische Momente in Talkshows. Sie haben einen davon eben dankenswerterweise noch mal erzählt. Es gab für mich einen anderen, und das besorgt mich jetzt ein bisschen, ich werde jetzt gerade mal ernsthaft, was die politische Situation angeht. Wenn Sie immer häufiger mit dem oft diskreditierten, gesunden Menschenverstand am Ende Recht behalten, wenn etwas, was gescholten wird als anekdotische Evidenz, also das nennt man so, wenn man sagt, ich habe heute Folgendes erlebt bei der Bahn und dann raus Rückschlüsse auf den Zustand der Bahn mache, ja, dann ist es erstens wahr, man kann es aber auch diskreditieren und sagen, ja, deine Anekdoten erzählst du deinem Friseur. Oder wo kommt der Bus mit Menschen, die das interessiert? Wenn Sie aber immer öfter erleben, dass diese eigene Geschichte dann wahr wird, jetzt kommt der magische Moment vor 3 Jahren, hart aber fair. Ich wusste das wirklich nicht, kam raus in der Sendung, dass der Hauptgasspeicher in Deutschland, in Dreden, dass der Gazprom gehört. Und dann, das ist das Schöne, ich habe mir auch mal die Freiheit wie Sie genommen, dann wirklich auch erstaunt naiv zu fragen, das kann doch nicht sein. Also wenn wir schon das Gas nicht haben, beziehungsweise es nicht abbauen wollen, aus vielerlei Gründen, dann gebe ich doch nicht das Letzte, was ich habe, nämlich die Vorratshaltung. Nein, unisono. Und nein, also ich bitte Sie, wir leben doch nicht mehr im Kalten Krieg, das ist vertraglich abgesichert, das ist Handelsrecht. Im Übrigen hat Labergrütz. Und ich stand da so und habe gedacht, ja, du immer mit deinem Misstrauen. Und eine meiner letzten Sendungen, ähnlich wie bei Ihnen, waren sich alle einig, strategischer Fehler. Und dann habe ich gesagt, mit meiner mittleren Intelligenz, das darf eigentlich nicht passieren, dass aus ideologischen Gründen oder weil es weil man sich in die Hand nimmt und sagt, wir glauben das jetzt mal alle, dass das dann zur Wahrheit erklärt wird. Und 3 Jahre später stellt sich raus, das war aber eine sehr bescheidene Situation, am Anfang eines Winters dazustehen mit, ich glaube, 5% waren da drin. Wissen Sie, das ist interessant in der Politik. Mir geht es immer so, das ist ein halbes Erfolgserlebnis und ein halbes Wuterlebnis. Also ich war der einzige Redner, der dagegen gesprochen hat, dass die Bundeswehr nach Afghanistan geht. Und ich habe Ihnen erklärt, dass Großbritannien den Krieg in Afghanistan verloren hat, dass die Sowjetunion den Krieg in Afghanistan verloren hat. Und was Sie erzählen, was Sie alles verändern wollen an Kultur, Religion, Stellung der Frauen, das ist mittels Krieg niemals zu schaffen, habe ich gesagt, etc., etc. Aber wissen Sie, und dann kam jetzt der jämmerliche Abzug von allen. Es ist nicht so, dass ich dann wirklich Genugtuung empfinde. Es ist eher auch ein bisschen Traurigkeit, also so beides. Ja, auf der einen Seite kannst du stolz sagen, naja, ich hatte ja recht, aber auf der anderen Seite, und was hatten die Leute davon? Nichts. Die Soldaten sind gestorben, andere sind gestorben, etc. Schäden. Man vergisst, wie viele Soldaten mit wirklich psychischen Schäden zurückkehren. Ja. Ja? Darüber wird ja auch wenig berichtet. Aber ich kenne diese Situation. Darf ich kurz was sagen? Wenn ich jetzt noch sozusagen als Journalist in Amt und Würden wäre, müsste ich Sie jetzt fragen nach der Haltung der Linkspartei zu Waffenlieferungen, nach den Verhältnissen zu Moskau, nach den Friktionen in der Linkspartei dazu. Und ist das nicht schön? Ich habe es jetzt mal angesprochen, Sie sagen fürs Protokoll, aber wir reden da jetzt nicht drüber, weil ist müßig. Wir haben dort, oder wollen Sie unbedingt? Nein, wir haben dort 3 verschiedene Auffassungen. 3 verschiedene? Haben Sie mehr als 3 Abgeordnete? Alle verurteilen den Völkerrecht für den Krieg, die einen ohne Aber, die anderen mit einem kleinen Aber und die dritten mit einem großen Aber. Das ist der Unterschied. Und darüber streiten Sie sich wie verrückt. Sie sind rhetorisch wirklich sowas wie ein Tapezierer. Mit Kleister.
super gemacht. Aber so ist es. Jetzt, wie kam es übrigens, wollte ich Sie fragen. Also erstens, stimmt es, Sie haben mal gesagt, dass die Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmer häufig am Telefon sich völlig anders vor der Sendung äußern als in der Sendung? Nur Lehrer, nicht Diskussionsteilnehmer. Aber Sie laden doch Lehrer nicht ein, oder? Nein, also Vorsicht. Erstens, haben Sie Zeit für Anekdote? Ja. Also man überlegt sich das auch mal mit 53 nochmal Vater werden will. Und dann sage ich fände es schon toll, weil ich habe, ja gut, wir haben es mit Mühe und Not hingekriegt, alles gut. Ich habe gesagt, eine Bedingung, ich gehe nie mehr auf Elternversammlungen, weil ich mich automatisch mit dem Lehrer solidarisiere. Ja. Und wenn Sie da wohnen in Köln mit einer hohen Rechtsanwaltsdichte und einem ekeligen Klugscheißerpotenzial, anstatt wirklich auf Knien in die, zur Elternpflegschaftsversicherung zu rutschen, dass da ein Lehrer sich Mühe gibt mit diesen Kindern, drohen sie mit dem und jenem. Und das ging schief, schon im Kindergarten, weil meine Frau hatte damals Morgenmagazin, sehr familienfeindlich, ich musste da hin in den Kindergarten. Und da habe ich viel gelernt, und das ist ja jetzt 10 Jahre her, aber da deutete sich etwas an, soziale Erwünschtheit und Political Correctness und Boko Haram, alles diese Stichworte, das fand damals schon im Kindergarten statt. Ich saß da auf den kleinen Stühlchen, fand die Kindergartenleiterin super und es ging unfallfrei bis um 9:15. Da meldete sich eine Frau, ich möchte über Ernährung sprechen. Dann sah man, wie die Kindergartenleiterin so innerlich zusammenbrach. Und diese Mutter verlangte dann, dass statt, im Kindergarten wird ja heute auch gecatert, nicht mehr gekocht, verlangte dann, dass statt der Süßspeisen jetzt bitte nur Joghurt kommt. Jetzt mache ich ab und zu auch Ernährungssendungen und weiß, was in Joghurt drin ist. Und es ging mir auf den Sack. Und Entschuldigung. Dann habe ich gesagt, ich unterstütze Ihren Antrag, aber nur, wenn sichergestellt wird, dass der Euter der Kuh, aus dem die Milch für den Joghurt gewonnen wird, vorher massiert wird. Ja, Sie lachen, bei Ihnen zündet der Gag. Totenstille. Ja. Totenstille. Und dann saßen auf den kleinen Stühlchen 5 Männer und ich glaube 15 Frauen. Dann habe ich diese Männer angeguckt in so einem verzweifelten Blick der Solidarität. Null. Und dann habe ich so für mich gemurmelt und habe innerlich meine Frau angesprochen. Ich sage, Anne, ich habe es verkackt, aber ich habe es dir gesagt. So, ich habe es dir gesagt, ich habe dich gewarnt. So ging der Abend dann weiter. Die Frau hörte nicht auf und dann schloss sie und die Kindergartenleiterin tat mir echt leid und sagte, ich möchte noch was ansprechen. Freitags reicht der Caterer gerne schon mal Eis. Ja. Und jetzt, jeder hat ja den besten Eissalon der Welt. Wir haben wirklich den besten Eissalon der Welt in Köln, Baiental, Il Gelato, tolles Eis. Übrigens 1,70, der hat nicht die Preise erhöht. Und dann sagt diese Mutter, ich höre die das sagen, jetzt kommen sie als Rechtsanwalt ins Spiel, sagt die, ich möchte gerne freitags nachmittags mit meinem Sohn ja bei Il Gelato vielleicht noch mal ein Eis essen. Und das ist ja doof, wenn der mittags schon Eis gekommen hat. Habe ich mich gemeldet und habe gesagt, ich bin kein Jurist, aber wir kennen doch alle das Beispiel des allgemeinen Lebensrisikos, dass man nicht versichern kann, ist das nicht eine schöne Vorbereitung auf das allgemeine Lebensrisiko, dass ihr Sohn 2 Eis am Tag isst? Und da sah man bei 2 von den Typen so ein... Die Geschichte geht noch weiter. Da bin ich nach Hause gegangen, ich sage, Anne, tut mir leid, so. Ich habe immer den Knaben in den Kindergarten gebracht. In der nächsten Woche bin ich auf eine Wolke der Begeisterung gestoßen. Die Kindergartenleiterin kommt an, danke für den Euter, habe ich das ganze Wochenende erzählt. Frauen kamen an und sagten, ja, die geht uns auch wirklich auf den Zünder. Und ja, ich sage, warum habt ihr mir denn nicht geholfen da? So, das war das eine. Und ja. Die andere Geschichte war Elternversammlung, Grundschule, Übergang Gymnasium, Übergang Kindergarten, Grundschule. Spielt auch wieder ein Rechtsanwalt eine Rolle. Mein Sohn ist Einzelkind und der andere, sein Freund, heißt Philipp. Die beiden Mütter, also meine Frau und die Mutter von Philipp, haben gesagt, wir müssen unbedingt an diese Schule. Wir müssen unbedingt, das ist die tollste Lehrerin überhaupt. Okay, dann habe ich gesagt, dann gucke ich mir die auch mal an. Es gab den Vorstellungsabend der Grundschule. Der Vater von dem Freund meines Sohnes war als Rechtsanwalt irgendwo unterwegs.
Und ich wollte gegenüber, gibt es in Köln einen, gegenüber der Grundschule ein schönes französisches Restaurant, L'Imprimerie, und die machen aber irgendwann mal zu. Und ich wollte da noch einen Wein trinken, was essen gehen. Die tolle Lehrerin kommt und alles gut, wunderbar. Dann ist das vorbei und ich sagte schon, aha, jetzt können wir dem Essen näher. Es stehen die beiden Mütter da vor der Lehrerin und quallen auf die ein. Der Philipp und der Leo, die müssen unbedingt zusammen in eine Klasse, sagt die Lehrerin so ganz trocken. Ja, das wird ja wohl klappen, wir sind ja einzügig. Da sah ich die Vorspeise vor mir. Nein, die reden einfach weiter. Und das gilt auch für heute Abend. Manchmal hat man einen Gedanken, das kennen Sie auch, Herr Gysi. Und wenn man dann zu lange drüber nachdenkt, dann haut man ihn nicht raus. Ja? Ja. Und dann dachte ich, jetzt gibt es nur noch eins. Habe mich zwischen die beiden Mütter gestellt, habe mich vorgestellt und gesagt, guten Tag. Ich möchte auch bitte, dass die beiden zusammen in eine Klasse kommen. Ich bin nämlich der Vater beider Kinder. Meine Frau hat mich so angeguckt, die ist super da, die guckt so an. Und die andere Mutter ist Juristin, Dr. Joa. Ich glaube, die hatte schon eine Klage vorbereitet. Super, ist aber gut ausgegangen. Und dann fuhren wir, das war vor den Sommerferien, und dann sollten die endlich auf diese tolle Grundschule kommen. Und im Sommer, in den Sommerferien, fahre ich mit meiner Frau zum Notar, weil wir was regeln mussten. Und auf dem Weg in die Tiefgarage ruft die Freundin an. Langweilig? Nein, ich muss ja viel Zeit achten. Er guckt auf die Uhr, ruft die Freundin an und meine Frau sagt, nein, nein, oh Gott, nein. Ich dachte, scheiße, ist irgendwas passiert, ja? Soll ich Ihnen sagen, was passiert war? Diese tolle Grundschullehrerin, deren wir ja da waren, hat gekündigt, ist zu einer Privatschule gegangen. Ich sitze beim Notar und dachte, der ist ja Verbündeter, ich kannte den auch, und habe gesagt, du, ich weiß nicht, ob meine Frau geschäftsfähig ist. Die steht ja unter Schock, weil die Grundschullehrerin, was sagt der Idiot? Das kenne ich, das hatten wir auch. Das ist wirklich ganz schlimm. Danke, ja. Wie kam es eigentlich zu dem Lobbyismusvorwurf in Bezug auf Ihre Firma und konnten Sie den richtig gut widerlegen? Also so war mein Eindruck. Geht's präziser? Ja, da wurden Vorwürfe laut, stand dann auch in Zeitungen. Ich glaube, dass Sie das gut widerlegt haben. Wenn Sie diese Geschichte meinen, oh ja, ich kann, ja, das ist, wenn Sie in der Öffentlichkeit stehen. Ich glaube, ich war im Leben 5-mal Schlagzeile Seite 1 der Bildzeitung. Das ist deswegen, ich bin auch Boulevardjournalist. Aber wenn Sie auf der Seite 1 die Schlagzeile sehen, Plasberg Ehe kaputt, und Sie müssen Ihre Frau anrufen und sagen, wenn die Kinder morgen, die großen Kinder, damals waren sie klein, zur Schule gehen, sag ihnen vorher, was auf dem Bildzeitungskasten steht. Das waren wirklich böse Momente. Und ich war mit meiner Frau, meiner späteren Frau, im Hotel. Es war Sonntagnacht um 5 Uhr. Da rief ein Kollege an und sagte, schickte mir die Seite 1 der Bild am Sonntag. Da stand Versicherungsskandal um Frank Plasberg. Wenn Sie so eine Schlagzeile sehen, Versicherungsskandal um, dann wissen Sie, sehr dünn. Ja. Was war, es ging um einen Kongress, der sollte medial begleitet werden. Und das hat meine Firma damals gemacht. Da kann ich jetzt lange drum rumreden. Da ist auch wirklich von uns ein Fehler passiert. Ich sage Ihnen aber nur als Unternehmer, Sie haben 34 Sendungen im Jahr. Das Jahr hat bekanntlich, wie viele Wochen? 52. Wir haben Leute nie, wie es andere machen, rausgesetzt, frei beschäftigt, sondern wir haben die durchbeschäftigt das ganze Jahr. Und dann haben sie aber lange Zeiten, wo sie nichts haben. Dann haben wir andere Sachen gemacht, Filme gemacht, unter anderem auch einen Versicherungskongress gemacht. Und dann hat jemanden eingeladen, einen Politiker oder wen auch immer. Und als Signatur unter der E-Mail stand nicht einfach der Name des Redakteurs, sondern da stand der Name des Kollegen, der diesen Kongress vorbereitet hat. Und darunter stand sein Name und hart, aber fair. Das war's. Ja? Das war alles. Es war aber eine Seite 1 der Bild am Sonntag. Ja, wenn Sie dann aber nachts um 4 in Süddeutschland im Hotel wach werden und dann morgens um 6:30 am Bahnhof stehen, um nach Düsseldorf zu fahren, da ist die Firma nämlich, dann denken Sie auch schon, die Welt ist zu Ende. Aber Sie haben es dankenswerterweise eingeordnet. Wir haben es überlebt. Ja. Unsere vorgesehene Zeit für die Leute ist eigentlich schon rum, aber ich habe ja noch 4 Fragen. Ich versuche es mal mit kurzen Antworten. Wie wäre das? Ja, passen Sie auf. Weshalb bekamen Sie für Ihre Diskussion zur Geschlechterdebatte wohl auch mit dem Hinweis auf das Ampelmännchen so viel Ärger?
Das war eine Sendung, da ging es um Gender, ich weiß es nicht mehr genau, aber wenn die wichtigen Themen zu kompliziert werden für Leute, dann regen sie sich über andere auf. Dann haben wir diese Sendung gemacht. Meine Frau drohte mit Scheidung, weil ihre Position von einer Schauspielerin vertreten wurde, die sie für nicht satisfaktionsfähig hielt. Dann haben sie zu Hause auch einen Redaktionsbeirat und dann gab es einen Riesenärger. Und dann gab es ein kleines Unglück, weil jemand im WDR entschied, ach komm, nimm die Sendung einfach raus aus der Mediathek, dann hört der Ärger auf. Es gab die nächste Zeit, ja, die war alt, die Sendung. Dann gab es den nächsten Ärger, Zensur beim WDR. Ja. Und manchmal gibt es so Situationen, das ist wie Kennedy, frage nicht, was der Sender für dich tun kann, frag du, was du für den Sender tun kannst. Und dann haben wir nochmal eine Sendung gemacht, sozusagen als Wiedergutmachung. Es tut mir leid, ich kann keine kurze Antwort, weil das war auch wirklich, ich habe eben gesagt, Frauen sind da schon besser, manchmal ist es aber auch ganz furchtbar. Wir haben dann eine Frauenbeauftragte gesucht, weil es so viel Programmbeschwerden hat der WDR noch nie bekommen. Programmbeschwerden ist so eine Institution, ne, das setzt einen Prozess in Gang. Und es gab 80 Programmbeschwerden, die meisten waren gleichlautend und alle unterschrieben von Gleichstellungsbeauftragten von Städten. Das ist ja für eine Gästeredaktion ein Traum, wenn du 80 Namen hast mit Adresse, mit Telefonnummer. Ein Traum. Wir hatten 80 Absagen. Und einmal kam ein Redaktionsleiter rein und sagt, Frank Bull, sieh nicht so an, weil es gab eine Frau jetzt. Und das ist, bitte, ich sag's einfach, wie es war. Montags war die Sendung. Wir haben eine Woche lang gefragt. Dann hat sie gesagt, ich muss mich erst abstimmen. Dann hat sie uns hingehalten. Und dann hat sie gesagt, wir treffen uns am Samstag nochmal zum Kaffee. Es tut mir leid. Und dann können wir entscheiden, ob ich komme. Dann habe ich gesagt, heute ist Donnerstag, wir fragen seit anderthalb Wochen, Sie sind die Einzige von 80, vielleicht spüren Sie auch einen gewissen solidarischen Druck. Nein, es blieb dabei. Dann habe ich die wirklich angemacht. Ich habe gesagt, ich bin Sohn einer tollen Mutter, ich bin Ehemann einer tollen Frau, ich bin Vater einer tollen Tochter. Wenn ich denen alles erzähle, sie kam nicht. Und am Schluss saß doch eine Gleichstellungsbeauftragte. Und ich sage Ihnen, wenn HP Kerkeling und Stefan Raab zusammen sich überlegen, wie man eine Gleichstellungsbeauftragte karikieren kann im Fernsehen, optisch, inhaltlich, argumentativ. Und dann war ich wieder derjenige, der so infam war, diese Frau eingeladen zu haben. Nein, das war die Einzige, die kam. Was muss sich in den öffentlich-rechtlichen Medien ändern, wenn ich zum Beispiel an den RBB denke, aber auch an andere Sender? Und wieso schätzen Sie Radio Bremen so besonders? Sie haben mal gut recherchiert. Wer macht das für Sie? Ich habe da meine Leute. Ja, man steht ja, man steht ja auf dem Team. Also die Frage RBB ist zu groß für mich, da bin ich zu klein. Das könnte dem Abend jetzt auch eine Gravitas verleihen, die aber mich angebracht hat. Aber was ist aus Ihrer Sicht so der entscheidende strukturelle Mangel bei den Öffentlich-Rechtlichen? Ich sag mal, nee, also Entschuldigung, das ist Berlin. Das ist Berlin. Also ein Herr Wolf und eine Kameraderie, wie sie da geherrscht hat, kannte ich bisher nur aus dem alten Köln. Kennen Sie als Jurist eigentlich die Definition von Klüngel? Wissen Sie, was Klüngel ist? Ja. Kennen Sie die juristische Definition? Klüngel ist, wenn eine Hand die andere wäscht zum Nachteil einer Dritten. In diesem Fall waren die Dritten die Gebührenzahler. Und dass so etwas möglich ist, dass so ein Alleinherrscher Verträge macht und so, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Deswegen sage ich mal ganz schlank, das ist Berlin. Das haben die vielen tollen Kollegen. Ich bin in Bremen, das ist jetzt beide in einer Antwort. Das ist ein Regionalfernsehpreis, den ich vor vielen, vielen Jahren mal zusammen bekommen habe mit Christine Westermann. Deswegen, das war der erste Preis, den wir bekommen haben. Regionalfernsehen wird oft nicht gesehen, dabei ist es die Legitimation für Gebühren, nah dran sein. Und deswegen habe ich dann guten Überblick, was Regionalsendung angeht. Und die Abendschau, finde ich zum Beispiel, ist eine sehr, sehr gute Regionalsendung hier in Berlin, die sich wirklich toll gemacht hat. Und das haben die Kollegen wirklich nicht verdient. Und die Frage, was sich am Öffentlich-Rechtlichen ändern muss, die sollen die beantworten, die auch für Rundfunkpolitik verantwortlich sind. Natürlich ist vieles, was gut gemeint war. Sir Hugh Carton-Green hat das sehr, sehr gut gemeint mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nach der BBC. Und wir können uns ja bei der BBC angucken, was passiert, wenn ein öffentlich-rechtliches System unter die politischen Räder kommt. Das muss man vermeiden. Und ansonsten wünschte ich mir aber nicht nur dort, das gibt es bei Zeitungen genauso, dass
eine Mehrheit, die aber in der medialen Wahrnehmung zur Minderheit wird, mehr gesehen wird. Wenn ich sehe, worüber sich, das hat auch eine Altersfrage, worüber junge Journalisten reden und was die für wichtig halten, das hat oft mit der Lebenswirklichkeit von Menschen nichts zu tun. Und ich frage mich manchmal auch bei der ARD, gibt es eigentlich noch so einen Sigmund Gottlieb, der mal einen richtig vom Stuhl holt? Man kann den ja auch blöd finden, aber so ein Tagesthemenkommentar oder heißt das jetzt Meinung, der mal nicht erwartbar ist, wo ich sage, wow, so würde ich mich jetzt auch mal drüber freuen. Was macht Ihre Tochter beruflich? Ja, das ist eine schöne Frage. Also sie hat ja zwei Journalisten. Im Unterschied zu ihrer Frau, zu Ihnen und zu mir, doch hoffentlich was Vernünftiges. Ja, die hat, erstens war sie auf zum Thema Schule, war sie auch scheidungsbedingt im Ausland auf 4 Oberstufen, sage ich als stolzer Vater, hat ein 1er-Abitur gemacht, Schulwahl ist egal, erstmal. Was sie gemacht, sie nimmt ihren Vater an die Hand. Das war das Schönste überhaupt, wenn sie das Glück haben, Kinder zu haben. Irgendwann verkehrt sich das ja dann beim Skilaufen, wird auf sie gewartet und bei ihr war sie 15, als sich das verkehrte beim Skilaufen. Mein Sohn war 11, als sich das verkehrte beim Skilaufen. Aber es hat auch Vorteile. Nach meiner letzten Sendung, die war montags, wurde noch ein bisschen gefeiert und mittwochs morgens saß ich mit meiner Tochter im Flieger nach New York. Die hat ein Jahr lang studiert in New York an der Columbia, hat da ihren Master gemacht, übrigens alles selbst verdient, nichts vom Papi, die hat sich das mit Stipendien verdient. Und da sie in New York ein Jahr gelebt hat, hat die mich an die Hand genommen. Der Wermelskirchner in New York ist ein bisschen überfordert mit A-Train, Express-Train und sonst irgendwas. Die hat mich an die Hand genommen und ich bin immer hinterhergelaufen und es war großartig. Das ist fantastisch. Ja. Was sie gemacht hat, ist, sie war unglücklich, sie hat sich befreit. Die hat Politik studiert auch und wollte nie Journalistin werden. Hat als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag gearbeitet, war da nicht sehr glücklich, hat gekündigt, war als Unternehmensberaterin mega erfolgreich. Übrigens war ihr auch wichtig, dass sie ganz gut verdient, hat sie mir auch gesagt, und hat alle Jobs aufgegeben, um was zu machen. Das wäre dann für sie, wenn sie noch mal heiraten, genau das Richtige. Sie hat nämlich ihr eigenes Thema, glaube ich, zum Thema gemacht eines Start-up-Unternehmens. Wenn zwei Menschen die gleiche tolle Ausbildung haben, Mann und Frau, so um die 30, beide erfolgreich in Jobs, beide verdienen Geld, jetzt kommt das Thema Kinder. Wie trifft man dann eine Vereinbarung unterhalb eines Ehevertrages, der nur Juristen glücklich macht, nein, aber der Geld kostet, wie trifft man da eine Vereinbarung? O-Ton von ihr, ich nenne jetzt den Namen nicht, ihr Freund, den ich ganz toll finde, der sagt, sehen wir dann schon, das ist zu wenig. Sie hat jetzt ein Startup-Unternehmen, am Ende wird eine App stehen, die heißt Equally, können Sie mal, gibt es jetzt schon Internetseiten, die spielerisch, internetbasiert einen Vertrag aushandelt. Da steht dann drin, meine Tochter wird es mir verzeihen, das ist jetzt spöttisch. Wenn das Kind 37,2 Grad Fieber hat, bleibst du zu Hause ab 37,5 Grad. Nein, ist jetzt. Wir wissen beide, dass so Leben nicht funktioniert. Aber ganz ernsthaft, gibt es viele Tools in dieser App, die, man nennt das die Overachiever, also diese tollen Leute, die dann aber mit der Familienplanung immer noch ins Stolpern kommen, dass die das machen. Da habe ich gesagt, pass auf, wenn ich 30 wäre und so eine App, dann würde ich ja auch darauf achten, dass du Geld verdienst. Ja, sagt sie schon auch. Ja, ich sage, wie viele erstgeborene Kinder gibt es denn überhaupt in Deutschland? Das ist ja die Frage, ist ja immer nur beim ersten Kind. Da geht es ja richtig ums, ja, 300.000. Ich sage, 300.000, hätte ich jetzt gedacht, mehr. Davon sind vielleicht 30.000, vielleicht diese Kinder von Overachiever. Davon kannst du doch nicht leben. Dann sagt die, Papa, du bist doch doof. Es geht darum, diese App zu verkaufen und zu implementieren an große Konzerne, an Firmen, die das wie eine Fitness-App ihren Mitarbeitern anbieten, darbieten, damit da das Potenzial, was du ausgebildet in der Firma hast, nicht verloren geht. Und das Ding läuft, sie gewinnen, die muss noch gar keine Finanzierungsrunde machen, weil von überall her Geld kommt und sie gewinnen was und war neulich in Finnland zum Pitchen. Ja, wissen Sie, das Problem ist, dass wir beide das nicht können. Ja, das kann sein. Aber es ist nie zu spät. Deshalb bewundere ich Ihre Tochter. Ja, Equally, wenn Sie nochmal heiraten, gucken Sie rein, vielleicht kann es diesmal. Ja, mache ich, ja. Alles klar. Erzählen Sie uns aber bitte kurz noch etwas von Ihren Hobbys. Yoga, Joggen, Ski,
Flusstouren mit Ihrem 90 Jahre alten Stahlschiff. Fangen wir mal an mit Yoga. Machen Sie wirklich Yoga noch? Mittwochmorgen um 9:30 und mit Hiltrud seit 10 Jahren. Und das ist kein Ömmchen-Yoga, da wird nicht geömmt. Es gibt einen Tee und ansonsten klare Anweisungen. Joggen? Zwei, dreimal die Woche, eine Reihenrunde, wenn es denn geht. Ski sagten Sie schon, fahren Sie immer noch? Ja, aber Weihnachten war so viel Kunstschnee und ich weiß gar nicht. Ich fahre auch Ski. Echt? Ja. Gut. Immer eine Woche. Nur Sie? Die Pandemie hat alles durcheinander. Ja, das stimmt. Ja. Und Flusstouren mit einem 90 Jahre alten Stahlschiff? Ja. Was heißt Flusstour? Lebensmittel drin und los? Also erstens ist das meine Geliebte, meine Frau redet immer nur von der Geliebten, das ist ein 15 Meter langes, wunderbares Stahlschiff, Holz und Stahl, gebaut in Holland, 90 Jahre alt, 1933 gebaut, scheiß Baujahr, aber... Und dieses Jahr fahre ich nach Holland. Es war ein schlechtes Baujahr, ja. Ach so. Ja. Ich habe es nur übersetzt. Ja. Es war ein belastetes Baujahr. Das ist erstens schön und zweitens kann man darauf wunderbar leben. Es hat alles, was man braucht. Und ich war vor 2 Jahren und heute bin ich am Hauptbahnhof spät angekommen, aber es hat gereicht, um an die Spree zu gehen, weil das können Sie sich gar nicht vorstellen, wenn ich durch Berlin fahre, über den Landwehrkanal oder sonst irgendwo, ich halte immer inne, weil ich war mit diesem Schiff in Berlin. Was glauben Sie, wie lange man von Köln braucht nach Berlin mit dem Schiff? Keinen blassen Dunst. Ja, hauen Sie mal einen raus, vermuten Sie mal. 4 Stunden. Na gut, 4 Tage. Sie brauchen 9 Tage? 9 Tage. Sie brauchen 9 Tage. Und ich habe im Tegeler See gelegen, ein halbes Jahr. Und der Hafenmeister dort ist Pressereferent oder was auch immer der örtlichen CDU. Deswegen habe ich ihm eben gratuliert zum Bürgermeister. Man kann nie wissen, man braucht wieder Liegeplätze. Berlin schwierig. Ich habe ein halbes Jahr da im Tegeler See gelegen. Und wenn Sie dann durch Berlin fahren, wenn abends die Ausflugsschiffe weg sind, weil ich habe auch das Funkzeugnis, dann darf man das nämlich. Wenn Sie nach Fürstenberg fahren, hoch, wenn Sie nach Brandenburg fahren, die Stadt Brandenburg fahren, dann sagen Sie sich, warum lebst du eigentlich in Köln? Ich bin gestern einmal, ich kann in Köln mich entscheiden, Ring rauf oder Ring runter. Ich hatte mich entschieden für die Anfahrt rein rauf. Aber Berlin ist ein so tolles Gewässer. Und dann liegen Sie gegenüber vom Hauptstadtstudio am Schiffbauer Damm und gucken auf die rabottenden Kollegen dort und haben die Welt im Döschen. Das finde ich wunderbar. Meine Frau war ein bisschen skeptisch und hat ein bisschen gespottet. Die habe ich aber mit einem großzügigen Geschenk einfangen können. Sie hat, das ist meine letzte Anekdote, weil wir essen ja zeitig. Sie hat sich immer beklagt, das Schiff ist 90 Jahre alt. Das ist jetzt ein bisschen Klischee, aber das hat natürlich auch eine Toilette, aber da war eine alte Klobrille und so. Und dann habe ich meinen Freund, den Schreiner, gesagt, hör mal, ist bald Weihnachten, mach mir doch bitte ein Geschenk, und zwar eine handgeschnitzte Klobrille, die wir auch noch nach Wünschen verändern können. Erst dann wird die mit Klavierlack, wie das sich auf so einem alten Schiff gehört. Was ich damals noch nicht wusste, dass ich Weihnachten auch mit meiner Ex-Frau feiern würde. So saß ich da mit beiden Frauen und Kindern und dann lag dieses große Geschenk da. Und dann, ich habe überlegt, kannst du das machen, kannst du es nicht machen? Und Anne hat tatsächlich gedacht, jetzt haut er aber einen raus, um seine Ex-Frau zu beeindrucken. Wir haben ein gutes Verhältnis. Also habe ich den nicht mir, sondern den Frauen zu verdanken und meiner Tochter auch und so. Und das Gesicht hätten Sie sehen müssen, als meine Frau dieses vermeintlich etwas groß geratene Collier auspackte und es war eine Klobrille drin. Und ich habe gestern noch gelacht, weil ich habe sie angeguckt. Sie ist wirklich wunderschön. Und dieses Jahr fahre ich nach Holland und ich sage Ihnen, die Welt vom Schiff aus und Berlin vom Schiff aus zu entdecken, rein rauf mit 7,5 Kilometer gegen den Strom. 7,5 Kilometer ist sehr langsam. Oder wenn Sie elektrisch, ich habe natürlich Hybrid, einen Elektromotor, wenn Sie über die Spree gleiten. Ich beneide Sie sehr. Ich beneide Sie sehr, in dieser Stadt leben zu können, die eigentlich aus Wasser besteht, mit ein bisschen Land drin. Ich muss
eine Sache noch richtig stellen. Beim RBB haben Sie nur von Berlin gesprochen. Das ist natürlich Berlin-Brandenburg. Wir können ja nicht allein die Verantwortung dafür übernehmen. Aber das ist der Spagat, den die auch hinkriegen müssen. Ja, das ist allerdings Sie machen ja zwei Regionalsendungen. Ich finde, die kriegen das wunderbar hin. Und die Hauptstadt hat verdammt nochmal einen Hauptstadtsender verdient. Jetzt kommt meine letzte Frage. Stimmt es, dass Ihre Familie sich wünscht, dass Sie bei Let's Dance mitwirken, Sie sich aber bisher tapfer dagegen wehren? Also ich hatte eine vorsichtige Voranfrage, mehr nicht, und ich glaube tatsächlich nicht. Ich habe einen befreundeten Orthopäden, der mir jederzeit einen Attest geben würde, um mich da rauszuhauen. Ja, es gibt bestimmte Sachen, die man nicht machen sollte, finde ich. Ja, absolut. Also, ja. Wobei ich finde tatsächlich, dass das eine tolle Sendung ist. Ja, ja. Ich gucke das auch schon mal, aber das muss überhaupt nicht sein. Lieber Frank Plassberg, Sie wirkten immer wie ein seltener, ehrlicher Journalist, der zwar nicht reinlegen wollte, sich aber mit Halbwahrheiten und Ausreden niemals abfand. Meines Erachtens gingen Sie zu Politikerinnen und Politikern schon deshalb keine enge Bindung ein, weil Sie deshalb niemanden bevorzugen, aber auch nicht benachteiligen wollten. Trotzdem hatten Sie immer Verständnis für Unterhaltung, sodass auch die Quiz-Sendungen kein Zufall sind. Sie haben sich selbst entschieden, ein Ende zu setzen. Das wünscht man sich von manchen Politikerinnen und Politikern. Ich nenne keine Beispiele, auch nicht mich. Ich hatte selbst die Gelegenheit, in Ihren Sendungen mitzuwirken, und habe die Sendung eher gemocht. Allerdings fand ich, dass ich zu wenig Redezeit hatte, während die anderen meinten, dass ich zu viel hätte. Ich wünsche Ihnen für Ihren neuen Lebensabschnitt alles Gute und sage Ihnen heute einfach aufrichtig Danke. Ich danke Ihnen. Das war sehr schön. Vielen Dank, Herr Wiesner. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.